Ja, herzlich willkommen zum zweiten Tag vom Mamma Mia Patientenkongress. Wir sind hier in dem Strang zum frühen Brustkrebs und ich freue mich, dass wir heute auch wieder sehr schöne Themen haben, sehr interessante Diskussionen haben werden, wie auch gestern. Auch in, sagen wir mal, einer Woche bis 14 Tage wird es diese ganzen Diskussionen auch auf der Mamma Mia Website online geben. Jetzt ist unser Thema aktuelle Therapieempfehlungen zum HER2-positiven Brustkrebs beim frühen Brustkrebs. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei ganz tolle Experten heute hier bei uns haben. Und zwar einmal den Professor Hans-Christian Kollberg, den Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Marienhospitals Bottrop. Herzlich willkommen, Hans-Christian. Danke. Und Herrn Professor Florian Schütz, der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer. Herzlich willkommen, Florian. Hallo Renate, grüß dich. Ja, also vielleicht fange ich gleich mit dir an, Florian. Was bedeutet denn HER2-positiver Brustkrebs oder was ist ein HER2-positiver Brustkrebs? Der HER2-Signalweg ist vor einigen, ja, fast schon Jahrzehnten, also vor 20 Jahren, zentralen Stimulationswege der Tumorzelle identifiziert worden, die sie dazu bringt, zu wachsen und praktisch dieses ungehemmte Wachstum, was ja diese Krebszelle auszeichnet, zu initiieren. Und dieser HER2-Status, den wir da bestimmen auf der Zelloberfläche, denn das ist ein Rezeptor, dieser HER2-Rezeptor, der auf der Zelloberfläche sich befindet, der kann entweder mit anderen Antikörpern gemacht werden oder mit einer genetischen Analyse. Und letztendlich führt es dazu, diese Brustkrebserkrankung zu definieren. Denn wir therapieren heutzutage ja nicht mehr den Brustkrebs im Allgemeinen, wie das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war, sondern wir therapieren Untergruppen von Brustkrebs. Und dieser HER2-Rezeptor auf der Zelloberfläche, der definiert eben diesen Subtyp von Brustkrebs. Und das muss nicht ein einziger Antikörper sein, der praktisch diese Tumorzelle zum HER2-positiven Brustkrebs macht, sondern das muss eine hohe Dichte an Antikörpern auf der Zelloberfläche sein. Das heißt also, es ist nicht nur eine qualitative Beurteilung, ist er da oder ist er nicht da? Es ist auch eine quantitative Beurteilung, wie hoch ist die Dichte auf der Zelloberfläche? Und das repräsentiert letztendlich diese Signalwegabhängigkeit. Also das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Ist denn jetzt nur ein dreifach positiv, 3+ positiver Brustkrebs ein HER2-positiver Brustkrebs oder gibt es da auch noch Ausnahmen? Naja, also diese Dichte ist halt so, ich will es mal so sagen, entweder 0, dann ist er gar nicht da, oder er ist maximal exprimierter, dann ist er 3 plus. Und dann gibt es noch 1 plus und 2 plus. 1 plus, oh, da ist er so ein bisschen da. Da sind wir aber noch nicht in der Situation, dass das der Hauptstimulationsweg für die Tumorzelle ist, zu wachsen. Beim 2 plus, da wissen wir es halt nicht. Das ist das Problem an der Geschichte. Und da gibt es für diese 2 plus Beurteilung die sogenannte In-situ-Hybridisierung. Das heißt, dabei werden Genkopien analysiert, die in der Tumorzelle sich befinden. Also man geht noch tiefer in die Tumorzelle hinein und schaut sich diesen Signalweg zwischen Zellkern und dann diesen Aufbau des Antikörpers an. Und da kann man dann noch ein bisschen näher hineinschauen. Auch das ist so eine Untersuchung, die extremst teuer ist und deswegen nicht flächendeckend bei allen Frauen gemacht wird mit diesem Tumor, sondern diese Untersuchung bleibt denjenigen Tumoren vorbehalten, bei der uns halt diese normale pathologische Analyse, die nennt man Immunhistochemie, leider kein klares Ergebnis bringt. Also es gibt noch diese 2 plus und da wird näher nachgeschaut. Und im metastasierten Bereich, da sind wir jetzt ja aber heute nicht, gibt es noch diese ganz niedrige Expression, aber lass uns davon nicht anfangen, weil das ist jetzt etwas, was das Ganze hier sprengen würde, glaube ich. Genau, außerdem HER2 positiv, positiv oder HER2-low, wie das andere ja heißt, bei Metastasierten. Das ist im Strang metastasierter Thema. Erstmal vielen Dank, Hans-Christian. Als ich 2000 erkrankt bin, wurde
in meinem Krankenhaus auch schon getestet, ob man HER2 positiv ist oder nicht. War ja sehr früh. Und es kam raus, dass ich HER2 positiv, dreifach positiv war. Aber man hat mir gleich erklärt, ganz hoch aggressiv, ganz gefährlich. Leider haben wir keine Therapie dagegen, weil damals gab es noch keine Therapie in der adjuvanten Situation. Ist es denn immer noch der hochaggressive, ganz gefährliche Form von Brustkrebs, Hans-Christian? Da muss man so ein bisschen trennen, Renate, zwischen dem, was dieser Faktor uns sagt über diese Brustkrebserkrankung, wie sie verlaufen würde, wenn wir sie nicht behandeln würden. Das ist ein sogenannter Prognoseparameter. Und da ist es so, dass da haben die, das war 2000 schon bekannt und das hat sich auch nicht geändert. Der HER2-positive Brustkrebs ist eine Form, die rasch wächst, die Metastasen bildet. Das heißt, eine Erkrankung, die schon ein anderes aggressives Potenzial hat als zum Beispiel der Hormonrezeptor-positive HER2-negative Brustkrebs. Das ist jetzt aber die Frage der Prognose. Das heißt, was würde mit diesem Tumor passieren, wenn wir ihn nicht behandeln würden? Glücklicherweise ist das, was Florian gerade beschrieben hat, nämlich diese Eigenschaften der Zelle, ein Angriffspunkt, den wir mit, erstens sind diese Tumoren deutlich chemotherapiesensibler als viele andere Tumoren. Und zweitens ist es so, dass wir ganz viele Medikamente haben, die genau an diesen Punkten angreifen. Und man muss immer noch sagen, früher, vor 20, 25 Jahren, war der HER2-positive Brustkrebs der mit der schlechteren Prognose. Wir haben in einer großen Registerstudie, zum Beispiel jetzt bei metastasierten Patienten, herausgefunden, dass heutzutage wegen der vielen Therapiemöglichkeiten, die wir haben, die HER2-positiven Patienten sogar einen besseren Outcome haben als viele Patienten mit weniger aggressiven Tumoren, die sich aber auch nicht so gut behandeln lassen. Das heißt, die vielen Antikörper, die wir haben, das sind ganz viele, also Antikörper, die außen an der Zelle angreifen oder kleine Moleküle, die in die Zelle reingehen und ihre Rezeptor von innen angreifen und diesen Signalweg, von dem Florian gerade gesprochen hat, unterbrechen. Und auch Verbindungen aus Antikörpern und Chemotherapiemolekülen, das sind alles Dinge, die erfunden worden sind in den letzten 20, 25 Jahren für den HER2-positiven Brustkrebs. Es gibt eigentlich keine Brustkrebs-Subtyp, für den wir so viele biologische Medikamente zur Verfügung haben wie für den HER2-positiven Brustkrebs. Und das hat auch in der frühen Situation einen absoluten Game-Change ausgemacht. Wenn du jetzt sagst Outcome, was meinst du denn damit? Mit Outcome gibt es verschiedene Dinge, über die man spricht. Das, was für Patienten wichtig ist, ist die Frage, kommt der Brustkrebs zurück und sterbe ich an dieser Erkrankung? Das sind ja die beiden, das Gesamtüberleben und das rezidivfreie Überleben. Das sind die beiden Outcome-Parameter, die für Patienten entscheidend sind. Wir gucken auch auf ein paar andere Parameter, aber immer nur deswegen, weil wir wissen, dass die für uns ein Signal sind, wie sozusagen das Langzeitüberleben dieser Patienten sein wird. Klassisches Beispiel ist die pathologische Komplettremission. Wenn ich sowas vor einer Operation behandle, dann operiere ich diese Patientin ja auch heutzutage immer noch, wenn ich glaube, da ist eigentlich kein Tumor mehr. Und wenn da wirklich keiner mehr ist und wenn der Pathologe mir sagt, da ist kein Tumor mehr, dann habe ich den so erfolgreich behandelt, dass die Prognose dieser Patientin extrem viel besser ist, als wenn wir das nicht erreichen. Und das setzt einen Parameter, auf den wir als Ärzte zum Beispiel schauen. Natürlich freuen sich Patienten auch darüber, aber der wäre ja wertlos, wenn er sich nicht umsetzen würde in eine längere Zeit, die man überlebt. Und das ist aber so. Super. Die Erklärung war, glaube ich, ganz wichtig, weil Ja. nicht alle Begriffe sind, die uns geläufig sind, sind ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geläufig. Jetzt hat Hans-Christian ja schon erwähnt, Florian, pathologische Komplettremission, vielleicht kein Tumor mehr zu finden vom Pathologen nach der Operation von in dem Gewebe. Bekommen denn alle HER2-positiven Patientinnen eine Therapie vor der Operation? Das ist eine sehr gute Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es Gläubige und Ungläubige, ich will es mal so sagen. Also grundsätzlich kann man sich, müssen wir uns Mediziner, Medizin ist eine Wissenschaft. Früher war es die Heilkunst, heutzutage versuchen wir das Ganze sehr wissenschaftlich anzugehen. Wissenschaft heißt, dass man Studien durchführt und anhand dieser Studien dann seine Therapien plant. Und diese Studien, die da durchgeführt worden sind, die haben gerade, wenn man diese Chemo-Antikörpertherapien, von denen der Hans-Christian gerade gesprochen hatte,
vor der Operation gibt als neoadjuvante Therapie, dann haben die vor allen Dingen Patientinnen eingeschlossen mit größeren Tumoren, größer 2 Zentimeter. Deswegen haben wir in der AGO Mama, der Leitlinienkommission, gesagt oder Therapieempfehlung gesagt, wir inkludieren hier vor allen Dingen, also wir sagen, die neoadjuvante Chemotherapie bei denjenigen Frauen, bei denen der Tumor größer 2 Zentimeter ist oder die befallene Lymphknoten haben. Jetzt ist es aber so, die Tumorzelle weiß ja nicht, ob sie 2 Zentimeter groß ist. Also die Tumorzelle, der Tumor weiß ja nicht, ob er 2 Zentimeter groß ist oder ob er 1,8 Zentimeter groß ist. Und klassischerweise würde ich tatsächlich bei diesen Frauen, die einen Tumor haben von 1,8 Zentimeter, durchaus auch hier, obwohl das in den Studien gar nicht richtig abgetestet worden ist, überlegen, ob ich nicht hier auch eine neoadjuvante Therapie durchführen würde. Aber von den reinen Therapieempfehlungen her kann man bis 2 Zentimeter zuerst operieren, dann nochmal gucken, wie groß war denn der Tumor und dann eben die adjuvante Therapie nach der Operation durchführen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist zum Beispiel, wenn ich eine Patientin habe, bei denen der Tumor mit 1,1 Zentimeter gemessen worden ist, und dann operiere ich den raus und dann merke ich plötzlich, oh, der ist gar nicht 1,1 Zentimeter, der ist 0,8 Zentimeter. Dann kann ich tatsächlich aktiv mit der Patientin hin und her diskutieren, ob ich überhaupt so eine Therapie brauche. Aber es ist halt immer so, das sind individuelle Therapieentscheidungen. Der Nachteil ist sicherlich, ich vergebe der Patientin unter Umständen eine Nachtherapie. Denn das ist sicherlich das, worauf du jetzt auch hinaus willst und was wir gleich nochmal diskutieren werden. Dass wir eben anhand dieser pathologischen Komplettremission, von denen der Hans-Christian gerade gesprochen hat, überlegen können, ist dieser Tumor vernichtet? Denn wir therapieren ja gar nicht den Tumor in der Brust. Die Brust ist uns eigentlich relativ wurscht. Also der Tumor in der Brust. Die Brust nicht, der Tumor. Tatsächlich therapieren wir vor der Operation den gesamten Menschen, weil wir damit auch die Mikrometastasen, die irgendwo verstreut sind im Körper, in Leber, Lunge oder Knochen, die wollen wir ja zerstören, denn von denen geht die Prognose aus. Und das ist ja genau der Witz, wenn der Tumor in der Brust vollständig zerstört worden ist, wenn wir keine lebende Tumorzelle mehr finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass eben auch diese disseminierte Tumorzelle, die man durch keine Untersuchung in der Welt, keine Laboruntersuchung, keine bildgebende Untersuchung, die findet man einfach nicht, dass man diese Zelle auch zerstört hat. Und das ist der Witz an dieser neoadjuvanten Therapie. Und wenn man eben keine pathologische Komplettremission erzielt hat. Wenn noch lebende Tumorzellen in der Brust bei der Operation vorhanden sind, ja, da muss man leider sagen, dann ist die Prognose etwas schlechter als bei einer pathologischen Komplettremission. Und dann muss diese Patientin eventuell eine intensivere Nachbehandlung bekommen. Vielen Dank. Vielleicht bleiben wir trotzdem erstmal noch bei dieser neoadjuvanten Behandlung. Was bekommt denn die Patientin da? Und bekommt sie auch nach der Operation dann noch Therapie sowieso weiter, selbst wenn sie eine Komplettremission hat, also wenn kein Tumor mehr gefunden wird? Hans-Christian, wie läuft das ab? Also, Florian hat es ja gerade schon gesagt, es gibt Gläubige und Ungläubige und es gibt große Anhänger der Neoadjuvanz und es gibt weniger große Anhänger. In Deutschland ist ein Land, in dem sehr viel Neoadjuvant behandelt wird. In den USA ist das ein bisschen anders. Übrigens sehe ich auch bei den kleinen Tumoren durchaus eine Indikation, denn insbesondere der kleine Tumor, von dem wir eigentlich erwarten würden, dass der ganz schnell weggeht bei einer neoadjuvanten Therapie, wenn der nämlich nicht weggegangen ist, glaube ich, ist das noch wichtiger, die rauszufiltern, weil ich bei denen die postneoadjuvante Therapie verändern kann. Aber was bekommen die Patienten? Es gibt, also erstmal diese Patienten, das muss man einleitend sagen, wir haben bisher noch keine Daten, obwohl alle so ein bisschen immer davon träumen, bei den Rezeptorpositiven, HER2-Positiven, dass wir wirklich in der breiten Fläche diesen Patienten die Chemotherapie ersparen können. Das heißt, eigentlich bekommen im Moment immer noch, obwohl wir daran arbeiten, das zu verändern, aber im Moment bekommen alle diese Patienten eine Chemotherapie in Kombination mit einem oder zwei Antikörpern. Und da ist es so, dass die meisten Zentren zwei Antikörper einsetzen, insbesondere bei diesen Hochrisikopatienten. Und zum Beispiel, was Florian gerade ansprach, diese Patienten, die eben kleinere Tumoren haben, keine befallenen Lymphknoten haben, da ist es so, dass es durchaus auch von Daten gestützt ist und eben auch von vielen Zentren gemacht wird, dass man bei diesen Patienten deeskaliert und diesen Patienten nur einen Antikörper gibt. Das ist das Trastuzumab, den kriegen eigentlich alle Patienten. Und im höheren Risiko oder
Auch also es gibt auch Daten, wo viele Patienten damit behandelt worden sind. Es ist nicht so, dass jemand, der jetzt den beide Antikörper gibt, bei einem 1,5 Zentimeter großen Tumor was falsch machen würde, sondern das ist einfach dann eine Interpretationssache der Daten. Aber die Patienten bekommen eben zu der Chemotherapie zusätzlich einen oder zwei Antikörper. Und nach der Operation ist es so, wenn die Patienten eine Komplettremission haben, das heißt, wenn kein Tumor mehr da ist, dann bekommen sie weiter nur Antikörper. Bei befallenen Lymphknoten beide Antikörper, bei nicht befallenen Lymphknoten nur das Trastuzumab. Die Patienten, das ist das, was Florian gerade sagte, bei denen man eben keine Komplettremission hat und bei denen man was ändern muss, bei denen setzt man stattdessen etwas ein, das ist ein sehr kompliziertes, also die Abkürzung heißt ADC, das englische Wort heißt Antibody Drug Conjugate. Die deutschen Übersetzungen sind alle doof, deswegen würde ich mal versuchen, es zu erklären. Antikörper, an denen wie auch bei einem Rucksack sozusagen in diesem Fall 2 bis 3 Chemotherapiemoleküle angedockt sind. Und das erweitert sozusagen diese Therapie mit dem Antikörper um die Effektivität der Chemotherapie. Und im Idealfall wird der Antikörper von der HER2-positiven Zelle erkannt, eingeschleust und die Chemotherapie wird erst in der Zelle freigesetzt, sodass diese Chemotherapie erheblich besser verträglich ist. Vor allen Dingen in diesem Fall des momentanen Klassikers des T-DM1 als eine richtige Chemotherapie. Und das kann die Prognose noch deutlich ändern. Wir haben gerade vor 6 Wochen nochmal Daten gehört, dass das tatsächlich auch im Langzeitüberleben einen signifikanten Vorteil gegenüber einer reinen Antikörpertherapie macht bei den Patienten, die keine Komplettremission haben. Super, vielen Dank. Vielleicht, bevor wir auf das T-DM1 bzw. auf die Therapie nach der Therapie, sagen wir mal, zu sprechen kommen, Entschuldigung, für wie lange bekommen denn Patientinnen, die vorher schon angefangen haben mit ein oder zwei, also entweder mit Trastuzumab oder Trastuzumab und Pertuzumab zusammen, wie lange bekommen die denn im Anschluss diese Therapie? 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Nee, die wird komplettiert auf 1 Jahr. Das heißt, wenn die vorher ein halbes Jahr bekommen haben, 6 Zyklen, dann bekommen sie in der Regel nochmal 8 Zyklen hinten dran, weil das 3 Wochen Zyklen sind. Also die Therapie wird komplettiert auf 1 Jahr. Das ist ein ganz, ganz kleiner Wermutstropfen an der Studie, die da gemacht worden ist, bei diesen Patienten mit dem T-DM1. Die haben nämlich im Vergleich 1 Jahr lang Trastuzumab bekommen und nicht das typische halbe Jahr. Deswegen ist aber wahrscheinlich zu vermuten, dass der Benefit, den die Patienten von diesem einen Jahr T-DM1 haben, wenn sie keine Komplettremission haben, noch höher ist, weil sie eigentlich etwas weniger behandelt werden als die Patienten in der Studie im Kontrollarm. Also ein halbes Super. Jahr ungefähr. Super. Wir kommen gleich noch zu den ersten Fragen, die wir haben, aber nochmal zu dem T-DM1. Ich meine, die Patientinnen haben ja, sagen wir mal, schon die ein oder anderen Nebenwirkungen gehabt durch die Therapie vor der Operation, also mit den Antikörpern und auch einer Chemotherapie. Und jetzt kommt dann das T-DM1 noch dazu. Ändert sich das irgendwie oder bleibt es ähnlich? Von den Nebenwirkungen her. Nein, jetzt an Florian. Ach so, Entschuldigung. Jetzt Entschuldigung. Florian, Entschuldigung. Pardon. Ah, ihr müsst schon mir ein Stichwort geben, ihr Lieben. Entschuldigung. Also, nee, alles gut. Also, grundsätzlich ist es tatsächlich so, es macht ja keinen Sinn, etwas fortzusetzen, was der schon gezeigt hat, dadurch, dass eben die Tumorzellen nicht vollständig verschwunden sind, dass es da irgendwo eine Resistenz der Tumorzellen geben muss. Denn ansonsten hätten die das ja nicht überlebt, dieses halbe Jahr dieser intensivierten Therapie vor der Operation. Also, ist es irgendwo logisch, dass man da was ändern muss an seinem Therapieregime oder seiner Therapiestrategie. Und dieses T-DM1 wird wirklich sehr, sehr gut vertragen. Das kann man nicht sagen. Es gibt durchaus so ein paar Dinge, die da Nebenwirkungen machen können, wie das immer ist. Egal, was wir beim menschlichen Körper veranstalten, wenn wir irgendwas in ihn hineingeben, was eigentlich nicht natürlich ist, dann wird irgendeine Nebenwirkung kommen können. Aber man muss die Nebenwirkung immer mit der Wirkung gegeneinander setzen, dieses Risiko-Nutzen-Analyse. Deswegen finde ich es immer ganz, ganz schwierig, auch wenn irgendwelche neuen Medikamente auf den Markt kommen oder auch vielleicht irgendwelche Leute nicht wissenschaftlich basiert dann irgendwas propagieren. Jetzt musst du das nehmen oder jenes nehmen, das hilft dir. Das kann ja sein, dass es hilft, aber schadet es nicht vielleicht auch? Also da muss man wirklich sich ganz genau überlegen und in Studien untersuchen, wie gut ist die Wirkung, der Therapieerfolg und wie gut oder wie schlecht ist die Nebenwirkung und wie stark belastet es die Patientin und ihren Alltag. Und da ist beim T-DM1 einfach zu konstatieren, die Wirkung
ist wesentlich besser als die Nebenwirkung. Die Nebenwirkung sind halt vor allen Dingen, naja, das ist halt schon irgendwo eine Chemotherapie. Also es kann auch das Knochenmark gehen, das kann auch Übelkeit machen, das kann auch mal so eine Müdigkeit, so ein Fatigue-Syndrom machen. Also da so eine Abgeschlagenheit, das sind realistische Nebenwirkungen, die kommen können bei dieser Therapie. Aber schaut man sich die Therapieabbruchrate an, also wie viele Frauen haben wegen der Nebenwirkungen diese Therapie abgebrochen, dann ist das überschaubar. Aber man darf natürlich nicht vergessen, das sind alles Frauen, Hans-Christian hat es gesagt, die hatten schon so eine richtig intensivierte Therapie vor der Operation und denen muten wir hier schon einiges zu. Aber die Erfolgsrate ist halt, ich glaube, das war 10% Verbesserung des Gesamtüberlebens. Jetzt in den letzten Daten, die vor 6 Wochen von der Sibylle Leubel aus der deutschen Studiengruppe da präsentiert worden sind in San Antonio bei unserem Brustkrebskongress. Sensationelle Daten. Also wirklich, kann man nicht anders sagen. Ja, macht einen Riesenunterschied. Also, Ja. und das ist ja auch nur im Schnitt. Also es gibt ja dann auch eine ganze Menge, die noch sehr viel besser damit überleben. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal eine Frage bekommen, was TDM1 ist. Vielleicht erklärst du es nochmal mit etwas anderen Worten, Hans-Christian. Ich glaube, das ist dieses Prinzip, und es kommen ja immer mehr dieser Antikörper-Wirkstoffkonjugate, wenn wir das so nennen wollen. Also Antikörper plus Rucksack, wie Florian erklärt hat, auf dem Markt. Vielleicht erklärst du noch mal, wie das funktioniert. Also im Endeffekt ist es so, dass das, was mit dem, mit der Entwicklung von dem TDM1 ist, war der erste auf dem Markt auf den Markt gekommene Wirkstoff dieser Art. Was damit realisiert wurde, ist das, was Paul Ehrlich als Magic Bullet bezeichnet hat. Magic Bullet hieß, also das Konzept war, dass man etwas in den Körper reinbringen kann, was auf dem Weg keinen Schaden hinterlässt und nur an seinem Zielort im Grunde genommen wirksam ist. Und das ist das, was mit dem TDM1 erreicht worden ist. Das TDM1 besteht aus zwei Wirkstoffen. Das eine ist das Trastuzumab. Das ist der gleiche Antikörper, den wir auch neoadjuvant geben. Aber wie Florian schon gesagt hat, das hat ja ganz offensichtlich dann bei diesen Patienten, die keine Komplettremission haben, nicht ausgereicht. Und an dieses Trastuzumab ist an 2 bis 3 Stellen, im Durchschnitt sind es 2,3, also 2 bis 3 Chemotherapiemoleküle, sind angedockt an diesen Antikörper. Die werden mit speziellen kleinen Molekülen, die linker sind, heißen die von Link, die Verbindung, werden die an diesen Antikörper angedockt. Und der Antikörper geht mit diesem Chemotherapie im Rucksack oder im Gespann geht die durch den Körper. Die Patientin hat nur die sehr wenigen Nebenwirkungen dieses reinen Antikörpers und in der Zelle wird die Chemotherapie freigesetzt und tötet dann die Tumorzelle. Das Zweite, was man dazu sagen muss, das ist bei allen ADCs so, die Chemotherapie, die da angedockt ist, das Maytansin, das ist eine Chemotherapie, die kann man Menschen gar nicht geben, weil die so toxisch ist. Aber in der Kombination mit dem Trastuzumab, weil sie eben im Körper nicht woanders freigesetzt wird, kann sie die HER2-positive Tumorzelle zerstören. Das ist das Prinzip. Das ist eine geniale Erfindung. Ich sage immer, eigentlich, das ist eine Briefbombe, gell? Also du hast so Bombe, richtig. ja, also eine Chemotherapie-Briefbombe. Du hast diese Chemotherapie an diesen, schickst du über den Antikörper an den Adressaten und das ist halt die Tumorzelle und erst da geht sie dann hoch. Das ist die Idee, die dahinter steht. Also und ich finde das wirklich faszinierend. Ist Absolut. es auch. Also wir haben ganz früher hat man ja gedacht, es geht überhaupt nicht, ne? Dass man was so reinkriegt, also so klein kriegt, dass es dann über den Rezeptor, welcher, also in dem Fall der R2-Rezeptor, dass es dann noch zusätzlich in die Zelle reinrutschen kann. Also ist schon echt cool. Ja, man in Heidelberg sogar damit experimentiert, ob man Strahler dort binden kann. Ja, also strahlende Substanzen. Und auch das geht natürlich. Ja, nur wir haben ja das Bundesamt für Strahlenschutz, wie ich immer sage, die Studienverhinderungsstelle. Und das ist halt, das ist genau dieses Grundprinzip. Man bringt eine toxische Substanz, wie auch immer toxisch die ist, an die Tumorzelle heran. Und je höher wie soll man sagen, dieses Element ist, was an der Tumorzelle die Tumorzelle definiert, desto niedriger sind die Nebenwirkungen. Also es ist wirklich, ich finde es faszinierend. Super. Briefbombe. Jetzt lasst uns zwei, drei Fragen, die wir haben, beantworten. Später seid ihr auch noch in diesem Extraraum für das Treffen mit euch Experten, wo man dann vielleicht individuellere Sachen auch noch klären kann. Eine Patientin fragt, ist eine Mastektomie, also Entfernung der Brust,
Kommt das gleich einer PCR oder ist da ein Unterschied, Hans-Christian? Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Brustkrebs ist eine Erkrankung, deren Behandlung auf zwei Säulen ruht. Das eine ist die örtliche, das andere ist die den ganzen Körper betreffende Behandlung. Und diese beiden bedingen sich nicht. Wie Florian hat das vorhin gerade schon gesagt, der Tumor in der Brust, an einem Tumor in der Brust ist noch nie ein Mensch gestorben, sondern gefährlich sind die Zellen, die im Körper unterwegs sind. Und die wollen wir mit dieser Therapie bekommen. Das heißt, auch wenn man die Brust entfernen lässt, hat das mit der Tatsache, wie die Systemtherapie gemacht wird, nichts. Das muss man unbedingt im Kopf trennen. Man kann nicht durch radikalere Chirurgie irgendwelche Formen von Systemtherapie ersetzen. Das funktioniert. Super. Eine weitere Frage ist von einer Patientin. Sie ist HER2 dreifach positiv, hat neoadjuvant Therapie bekommen und ist jetzt nach der Operation nur noch HER2-low. Also das ist runtergegangen. Es kann ja auch ganz verschwinden. Warum kann man, Renate, ja? jetzt Entschuldigung, du hast ihn gerade ein bisschen stehen geblieben. Jetzt nochmal bitte, Entschuldigung, Okay. warum bei mir? Nach der Operation ist die HER2 negativ. Nein, die in dem Fall ist HER2-low, aber manchmal Ja. ist es ja auch HER2 negativ. Wieso Ja. kann man dann trotzdem eine Anti-HER2-Therapie wie das TDM1 geben? Ja, die Frage ist ja immer, das ist. Was sticht letztendlich, wie beim Skat, ja? Also was ist tatsächlich das, was das Gefährlichste ist? Und wir gehen ja immer als, wissen Sie, letztendlich ist es ja so, jede Patientin geht immer vom Besten aus. Das muss sie auch, klar. Aber wir als Therapeuten gehen natürlich immer vom Schlimmsten aus, eben, dass die HER2-positive Zelle überlebt hat. Das kann man nicht ganz ausschließen. Und man muss ja auch noch bedenken, dass sich Tumorzellen im Surrounding, also das, was sie umgibt, in anderen Geweben, also wenn die Tumorzelle eben nicht mehr in der Brust ist, sondern wenn die Tumorzelle in der Leber ist oder in der Lunge, dann mag es eben sein, dass in diesem anderen Surrounding, in dieser anderen Umgebung vielleicht ganz andere Stoffwechselvorgänge aktiviert werden. Letztendlich können wir nicht ausschließen, dass eben auch die Tumorzelle, die dann überlebt haben könnte, in dem Körper als disseminierte Tumorzelle irgendwo in Leber, Lunge oder Knochen, dass die eben doch HER2 positiv sind. Deswegen geben wir dieses TDM1 dann anstelle der Antikörper. Letztendlich muss man aber sagen, das ist so eine typische Situation, wo wir einfach noch keine richtig gute Antwort aus wissenschaftlichen Studien haben. Und da arbeiten wir ja dran, müssen wir unsere, das nennt sich so postneoadjuvante Therapie, also die Therapie nach der neoadjuvanten Therapie. Müssen wir die ausrichten an dem ursprünglichen Tumor und der ursprünglichen Tumorbiologie oder müssen wir die ausrichten an dem Tumorrest und dessen Tumorbiologie? Also eine ganz, ganz interessante Frage. Und diese Frage wird aber jetzt gerade in Studien untersucht und wird uns sicherlich auch in nicht allzu ferner Zukunft, aber werden wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre, werden wir dann noch unterwegs sein, wird uns da weiterhelfen, ob wir tatsächlich, was wir machen müssen. Ist eine schwierige Fragestellung aktuell. Schwimmen wir ein bisschen, muss man tatsächlich sagen. Also es ist mir um die größtmögliche Sicherheit aufgrund des jetzigen Wissens zu erhalten. Ja, Ja. korrekt. Die gemacht wurde in der Catherine-Studie, hat die Frau Loibl eine Analyse vorgestellt, da sind genau diese Patienten untersucht worden und die hatten auch den gleichen Benefit. Wahrscheinlich sind es die Tumorzellen, die irgendwo unterwegs sind und gar nicht der Tumor, den wir damit angreifen müssen. Ne? Aber Florian hat völlig recht. Also das machen wir auf dem Boden von kleinen Subgruppenanalysen, diese Therapien. Ne? Genau. Hans-Christian, wenn ich eine brusterhaltende Operation hatte nach der neoadjuvanten Therapie und ich bekomme dann das TDM1 noch, bekomme ich dann trotzdem auch Bestrahlung oder ersetzt das eine das andere oder erst Bestrahlung und dann die Therapie? Wie funktioniert das? Also meine Antwort, die ich vorhin gegeben habe, trifft auf das auch zu. Die Bestrahlung ist eine örtliche Behandlung. Die hat mit der Systemtherapie nichts zu tun. Natürlich bekommt diese Patientin eine Bestrahlung der Brust, weil sie auch als HER2-positive Patientin nicht zu den Kandidaten gehört, bei denen man jetzt mit der Bestrahlung das bleiben lässt. Das gibt es ja bei manchen Tumorbiologien, dass wir ein bisschen zurückhaltender sein können. Bei diesen Patienten ist man das eher nicht, weil die eben natürlich auch ein hohes Rückfallrisiko haben. Ob man erst die Bestrahlung macht und dann mit dem TDM1 anfängt oder ob man das parallel macht, das muss man mit seinem Strahlentherapeuten diskutieren. Dazu ist
Vorgestern ein Paper erschienen, ein Konsensus von Strahlentherapeuten, also international im Lancet, Strahlentherapeuten, Onkologen, Brustoperateuren, die genau das gemacht haben. Die haben Tabellen herausgegeben in einem Konsensusverfahren, welche moderne Therapie man mit der Strahlentherapie kombinieren kann. Und meines Erachtens nach, ich glaube, TDM1 ist Konsensus 100% gewesen, kann man parallel machen. Machen wir auch so. Gut zu wissen. Eine grundsätzliche Frage. Jetzt sind ja manche Frauen oder manche, nicht die Frauen, die, manche Patientinnen haben einen Tumor, so ist es jetzt korrekt, der nicht nur HER2-positiv ist, sondern auch Hormonrezeptor-positiv. Ändert das irgendwas an dem, was ihr bisher an den Therapiemöglichkeiten gesagt habt, Florian? Aktuell noch nicht wirklich. Also es ist tatsächlich so, dass diejenigen Patienten, die einen triple-positiven Tumor haben, Hormonrezeptoren positiv und auch HER2-positiv, natürlich eine antihormonelle Therapie bekommen im Anschluss an die Operation. Und das über, je nachdem, wie die Risikokonstellation ist, ob Lymphknoten befallen sind oder nicht, über mindestens 5 Jahre. Und das kann man auch bis zu 7, 8 Jahren dann insgesamt weitergeben. Tatsächlich ist es so, dass diese Subgruppe von Patienten, sind ja nicht so viele, diese triple-positiven Tumoren machen gerade mal 5 bis 10% der Brustkrebserkrankungen aus, die sind noch nicht so richtig super gut erforscht. Da gibt es wenig Studien, die nur in dieser Patientenpopulation durchgeführt worden sind. Und das ist wahrscheinlich deswegen so schwer, weil das eigentlich die beiden zentralen Signalwege sind, dass eine Proliferation abläuft. Das sind die beiden zentralen Signalwege. Und wenn die beide da sind, dann ist es so, was ist jetzt der Hauptsignalweg? Ja, das weiß man gar nicht so. Deswegen behandeln wir beide, um eben wirklich einen möglichst großen Effekt hier zu erzielen. Leider gibt es da momentan noch keine weitere Untersuchung, die uns auseinanderfriemelt, welches die wichtigere ist, ob man den anderen Signalweg vernachlässigen oder zumindest ein bisschen weniger intensiv behandeln kann. Ah, gute Frage. Ist bisher noch wirklich unklar. Okay, vielen Dank euch beiden. Wir sind leider schon, wir haben schon überzogen und ihr werdet ja dann auch gleich von Patientin noch in dem Extraraum für das Treffen mit euch Experten erwartet. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen. Wer möchte, kann jetzt in diesen Extraraum, der unter dem Livestream-Bild anzuklicken ist. Für die Patientinnen. Ihr habt einen extra Link dafür. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch am Sonntag die Zeit genommen habt. Macht's gut. Bis auf bald. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss, Tschüss. Renate. Ja, herzlich willkommen zurück zum Mamma Mia Patientenkongress. Wir sind im Bereich früher Brustkrebs hier und wir haben jetzt ein wichtiges Thema und was ist mit den anderen und was gibt es als Unterstützung für Angehörige? Und wir haben zwei ganz tolle Frauen, die das mit uns jetzt hier besprechen können. Und das ist einmal Frau Anita Zimmermann vom Verein Flüsterpost, Unterstützung für kinderkrebskranker Eltern, und Nicole Kultau, die bestimmt auch vielen schon bekannt ist. Sie ist Brustkrebsbetroffene und Bloggerin und ganz, ganz rührig in dem ganzen Bereich, was man machen kann. Frau Zimmermann, erzählen Sie doch erstmal mit ein paar Worten, was ist der Verein Flüsterpost? Ja. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, aber mit einer psychosozialen Krebsberatungsstelle. Allerdings unterscheiden wir uns zu anderen Krebsberatungsstellen darin, dass unser Schwerpunkt auf der Begleitung der ganzen Familie besteht. Das heißt, wir schauen ganz genau, wie kommuniziert die ganze Familie. Das heißt, die Kinder gehören auch dazu, ganz egal, wie alt die sind. Ja, also wir unterstützen die Familie in der Kommunikation, wenn es um die Familiendiagnose Krebs geht, bei allen Veränderungen. Und das läuft online oder Ja, muss ich kann. da zu Ihnen kommen? Sind Sie vertreten nur an einer Stelle oder an verschiedenen Stellen? Genau. Die Flüsterpost gibt es nur einmal in Deutschland, aber wir machen seit Beginn, seit 2003, also über 20 Jahre, jetzt auch schon die Beratung online. Das heißt, alle Menschen können bei uns anrufen, wir können per Video sprechen oder Zoom.
Teams, Skype nutzen wir auch. Es gibt E-Mail-Beratung, aber natürlich können die Betroffenen auch zu uns kommen. Im Umkreis von 60 Kilometern machen wir auch Hausbesuche. Und wenn Menschen von weiter her aus sich melden und vor Ort Unterstützung möchten, dann schauen wir auch, wen gibt es vor Ort. Denn ich bin auch die Sprecherin von dem bundesweiten Netzwerk kinderkrebskranker Eltern. Und dann haben wir einen ganz guten Überblick, was es in Deutschland noch an anderen Angeboten gibt. Sehen Sie, das ist sogar mir neu, Ja. dass es dieses Netzwerk gibt. Also da komme ich nochmal auf Sie zu, dass wir darüber Ja. auch nochmal sprechen können. Ja. Nicole, wir kennen uns schon sehr lang und du bist ja sehr rege in dem ganzen Bereich, bist selbst Brustkrebspatientin. Wie sah das denn für dich aus? Hast du Unterstützung bekommen? Ich habe sehr viel Unterstützung geschenkt bekommen, damals 2010 und auch in den Jahren danach, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite von den Menschen, von denen ich es mir beispielsweise gewünscht hätte, von meinen engsten Familienmitgliedern, ist die Hilfe nur in einem sehr beschränkten Maß auf mich zugekommen. Und das Wichtigste wäre mir eigentlich gewesen, dass mein Sohn, der eine schwere Mehrfachbehinderung auf der einen Seite hat, aber in den Jahren zuvor umfassende Operationen durchgestanden hatte, dass er von vertrauten Menschen aufgefangen wird. Aber er hat Unterstützung bekommen, beziehungsweise ich hab sie für ihn erhalten. Aber das ist mir, glaube ich, auch nur gelungen, weil ich von Anfang an sehr offensiv umgegangen bin. Und sehr, sehr offen kommuniziert habe, was jetzt gerade mit mir los ist. Ich habe mit seinen Ärzten gesprochen, mit seinen Therapeuten, mit der Schule, mit der Lebenshilfe bei uns vor Ort, mit meinen engsten Freunden. Und dadurch ist mir eine unfassbar große Unterstützung begegnet, ohne die ich das mit Sicherheit nicht in der Art und Weise hätte auffangen können. Schön, dass du diesen Weg gefunden hast. Das ist ja nur auch nicht für jede Patientin. Ich meine, jeder Mensch ist unterschiedlich und hat vielleicht gar nicht so die Kraft oder selbst aus der Notwendigkeit heraus wie bei dir die Möglichkeiten, weil einfach vielleicht gar niemand da ist oder so. Jetzt bist du ja auf so vielen Wegen unterwegs und wie können dich denn mit deiner Erfahrung, die du über die Jahre auch gesammelt hast, wie finden dich denn andere Patientinnen, die vielleicht dich was fragen wollen und vielleicht auch was lesen wollen, was du geschrieben hast in deinem Blog oder auf Instagram oder irgend sowas? Erzähl uns da auch noch mal ein paar Worte. Also die allererste Anlaufstelle, und ich sage immer, das ist meine Schatzkiste, das ist meine Webseite. Die sozialen Medien sind nochmal ein nächster Schritt, wo ich aber einen etwas anderen Ansatz verfolge und in den letzten Jahren vielleicht mich auch ein bisschen zurückgenommen habe, weil meine Brustkrebsgeschichte bis zum heutigen Tag, toi, 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 hoffentlich ein Stück weit erzählt ist, auserzählt ist, man weiß es nicht. Aber hätte ich mit dem Bloggen nicht begonnen, hätte ich mich nicht unermüdlich dafür eingesetzt, dass man an krebserkrankte Menschen, die den öffentlichen Raum nutzen, stärker mit ins Boot reinholt, würde ich vielleicht heute gar nicht hier sitzen. Und das Wertvollste, was man mir so mitgeben kann oder sagt, das ist, Nicole, danke für die Zeilen, die du geschrieben hast. Ich fühle mich in denen so erkannt oder du hast Worte gefunden, die mir selbst vielleicht fehlen. Und ja, und das ist ein unglaubliches Geschenk. Und das hätte ich 2013, als ich mit dem Bloggen gestartet bin, mir niemals in dem Umfang ausmalen können. Und ich setze mich dafür ein, dass denen oder die, die sich vielleicht nicht trauen, was zu sagen, dass die eine Stimme erhalten und dass sie niedrigschwellig wissen, okay, da und da kann ich mich hinwenden
Und das ist jetzt vielleicht die Person oder der Verein oder die Patientenorganisation, die dir jetzt aber helfen kann. Genau, da könnte ich ganz gerne dran anknüpfen, wenn ich darf. Gerne. Da ist das auch unser Anliegen von Anfang an, weil als wir anfingen, 2003, das Thema kinderkrebskranker Eltern so gut wie noch gar nicht Thema war, bei den Behandlern oder vielleicht auch bei den Eltern noch nicht so im Bewusstsein war. Das ist zum Glück inzwischen anders geworden. Auch bei den Krebsberatungsstellen ist es so, dass auch dort mehr Angebote sind, um die Kinder mit zu beachten oder sogar mit ins Boot zu holen. Aber es bleibt noch viel zu tun. Und genau das ist auch unser Anliegen mit der Flüsterpost oder mit diesem Netzwerk kinderkrebskranker Eltern bundesweit, damit eben noch mehr Menschen erfahren, dass es Hilfsangebote gibt, verschiedener Art, und es auch keine Schande sein muss, dort Hilfe zu holen. Wobei wir auch immer sagen, jede Familie hat tolle Ressourcen. Es ist nur manchmal so, dass die Erwachsenen sehr belastet sind dieser neuen Lebenssituation und ihre Ressourcen gar nicht mehr so wahrnehmen oder gar nicht in der Lage sind, die Ressourcen zu entdecken oder Neues auszuprobieren. Und dafür sind wir da, dass wir auch Ideen geben können, gemeinsam herausfinden können, was habt ihr bisher gemacht, was hat gut geholfen. Was habt ihr noch nicht ausprobiert? Wo wollt ihr hin? Ja, und was könnt ihr noch mal tun? Vielleicht könnt ihr noch andere Menschen mit ins Boot holen. Ja, aber wichtig ist uns auch, dass alle Familien wissen, im Grunde geht es darum, dass sie selbst ihren Weg herausfinden, bei dem wir sie begleiten können. Denn jede Familie hat ihren eigenen Weg und jeder Mensch hat seinen eigenen Weg. Auch die Kinder. Ganz, ganz bestimmt sogar. Jetzt einmal möchte ich noch sagen, es können gerne im Chat Fragen gestellt werden oder vielleicht auch Anmerkungen, wie jemand für sich eine Lösung gefunden hat. Freuen wir uns drauf. Also bitte nutzt den Chat. Frau Zimmermann, was können Sie denn speziell bezüglich Kindern anbieten? Findet man da auf Ihrer Website irgendwelche spezielle? Ich kenne die Website, aber viele vielleicht nicht. Deshalb findet man da was Spezielles für Kinder oder eben auch vielleicht Tipps für Eltern, wie sie mit Kindern auch über die Krebserkrankung sprechen können? Ja, genau. Wir haben eine sehr ausführliche Website, auch einen sehr ausführlichen Flyer, weil wir uns gedacht haben, es reicht vielleicht manchmal schon, wenn die Menschen auf unserer Website sind und viele Informationen lesen können. Wir haben Seiten für Eltern, wir haben Seiten für Kinder, aber auch für Jugendliche. Das heißt, heutzutage ist es ja normal, dass auch schon jüngere Kinder im Internet unterwegs sein dürfen, was natürlich nicht ungefährlich ist, wo man sehr aufpassen muss, ganz klar. Aber der Vorteil ist eben, dass man schnell an Informationen kommen kann. Und so können auch Kinder mit ihren Eltern zusammen unsere Website anschauen und Dinge entdecken, Informationen, was ist Krebs, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten, wie kann ich helfen oder was kann ich auch für meine Gesundheit tun. Und dazu haben wir ja auch Infomaterialien entwickelt, die man bei uns kostenfrei bestellen kann. Für betroffene Familien sind die kostenfrei. Wenn es Fachleute sind, die mit unseren Materialien arbeiten, dass sie sie weitergeben, wünschen wir uns immer eine kleine Aufwandsentschädigung, weil das ja auch alles mit Spenden finanziert ist. Ja, das bieten wir an über online sozusagen, über die Website. Und wenn Familien direkt zu uns kommen, dann bieten wir auch Gruppenangebote einmal im Monat. Das heißt, da können sich dann die Familien kennenlernen, die Kinder kennenlernen, sich vielleicht auch austauschen, wenn sie das möchten. Das ist alles freiwillig und ganz unverbindlich. Also jeder kann dann kommen, aber gerne mit Anmeldung, dass wir Bescheid wissen, weil wir auch meistens begrenzte Teilnehmerzahlen haben durch die Angebote. Das kann zum Beispiel sein, wenn es draußen schönes Wetter ist, dass wir klettern gehen oder Stand-up-Paddeln machen. Oder Bogenschießen, Reiten ist auch sehr beliebt. Wir haben inzwischen tolle Kooperationspartner, die uns jedes Jahr wieder unterstützen. Wenn das Wetter nicht so schön ist, dann versuchen wir Angebote innen drin, bei uns in der tollen Beratungsstelle. Wer möchte, kann sich gerne unseren Imagefilm anschauen. Da sieht man auch, wie schön unsere Beratungsstelle ist, wie bunt, wie familienfreundlich. Wir können mit den Kindern spielen, malen, Musik machen.
Also Trommeln zum Beispiel, das lieben die Kinder. Und wir haben zum Beispiel auch keine Altersbegrenzung. Ja, das ist häufig auch eine Frage. Es gibt Angebote, wo es Altersbegrenzungen gibt, bei uns nicht. Sowohl nach unten als auch nach oben. Wir begleiten auch junge Erwachsene oder eben junge Eltern, wenn Großeltern erkrankt sind oder wenn Tante, Onkel und andere erwachsene Bezugspersonen in der Familie erkrankt sind. Super. Vielleicht bezüglich der direkten Angebote, wo Sie so schöne Dinge miteinander machen. Wo sind Sie denn überhaupt? Ja, gute Frage. Genau. Wir sind in Mainz in Rheinland-Pfalz. Und wie gesagt, im Umkreis von 60 Kilometern können wir auch Hausbesuche machen. Das heißt, wir gehen zu den Familien, wenn sie nicht zu uns kommen können, aus verschiedenen Gründen, oder gehen in die Kliniken, überall, wo wir gebraucht werden und wo es um den Kontakt, um den Erstkontakt mit den Eltern geht. Denn das ist uns ganz wichtig, dass wir eben auch die Eltern kennenlernen, weil alle gehören zur Familie, ja, nicht nur die Kinder, die vielleicht in irgendeiner Form auffällig geworden sind, aber auch nicht müssen. Ja, es gibt auch Kinder, die sind sehr angepasst, die fallen nicht auf. Dann denken die Eltern, da ist ja alles okay. Aber das heißt nicht erstmal, dass alles okay ist. Auch Kinder, die nicht sprechen, die scheinbar funktionieren, die sich anpassen, können durchaus sehr belastet sein, aber vielleicht wollen sie die Eltern in dem Moment auch schützen, ja, dass sie eben nichts sagen und denken, das kann ich doch jetzt nicht auch noch mit meinen Sorgen kommen, ne? Ja. Von daher muss man da auch ein Auge haben. Nicole, wenn du jetzt überlegst, jemand ist neu erkrankt, eine Patientin, ein Patient, und hat überhaupt keine Ahnung, wo er was findet. Also wenn er einfach mehr vielleicht in Unterstützung sucht, Informationen sucht und so. Wie würdest du das denn jetzt angehen mit dem Wissen, was du heute hast, um da entsprechende Angebote zu finden? Ich glaube, das allererste, was ich versuche, erstmal mitzuteilen, das ist, ich mache mich ganz leer und ich höre der betroffenen Person zu. Ich versuche hinzuhören, wo fehlt es, was braucht es jetzt gerade? Und anhand dessen gebe ich diesen Menschen dann die Informationen weiter, die ihm Unterstützung schenken kann. Und das kann manchmal im ganz Kleinen sein, dass ich beispielsweise jemanden die Mitteilung geben kann, okay, vielleicht braucht es eine Zweitmeinung, weil das Vertrauen zum behandelnden Ärzteteam vielleicht einfach nicht so gegeben ist. Aber wenn ich als Patientin dann jetzt weiß, okay, ich habe diese Möglichkeit, oder aber, ja, wo finde ich denn Unterstützung für meine Angehörigen, über die ich mir jetzt auch beispielsweise sehr große Sorgen mache? Oder wenn sich Angehörige an mich wenden und wenn ich dann frage, wie geht es dir? Sind viele erstmal völlig überrascht, fangen auch manchmal das Weinen an, weil sie mit dieser Frage überhaupt gar nicht gerechnet haben. Und ich glaube, ein guter Öffner, um herauszufinden, was derjenige braucht, ist wirklich das Zuhören. Und weniger jemanden zuzuschütten mit neuen Informationen, die vielleicht zusätzlich nur verwirren, sondern erstmal ankommen lassen, ein bisschen Mut mitgeben und dann im nächsten Schritt, es kann auch in einem zweiten Gespräch sein, dann die Informationen weitergeben, die ihm Unterstützung schenken können. Und wenn beispielsweise Menschen bei mir aus dem Kreis, hier, ich wohne in Aschaffenburg, das ist bei Unterfranken oder in Unterfranken, auf mich zukommen, zuhören und dann gucken, ja, okay, es gibt da den Verein, wende dich mal an den. Ich habe einen Kontakt, ich kann auch gerne den Erstkontakt herstellen, das ist überhaupt kein Thema. Und dann, ja, was Neues mit weitergeben. Und damit ist manchen Menschen wirklich schon sehr weitergeholfen. Super. Wenn jetzt jemand fragt, wie finde ich denn im Internet irgendwas, was für mich relevant sein könnte? Hast du da irgendwelche Tipps? Weil wir wissen ja
eigentlich alle, dass da auch viel unterwegs ist, was nicht hilfreich ist. Ja, das ist auch so. Also ich vermittle gerne den Kontakt zu dir. Also du bist mit einer Anlaufstelle, die ich nenne, aber auch die Flüsterpost mit Anita, Mamazone beispielsweise. Ich versuche Informationen weiterzugeben, die fundiert sind und wo ich halt definitiv weiß, das sind Informationen, die halt wirklich weiterhelfen können. Oder zu der AGO beispielsweise. Dort, wo ich halt die Informationen bekommen kann, ohne dass mir jetzt beispielsweise was verkauft wird oder viele sind auf dem Weg nach Alternativen, wo ich dann halt eher wieder zurückgehe, weil das ist nicht der Weg, den ich verfolge und vor allem, weil da stellenweise unermessliches Leid losgetreten wird, sondern ich vermittle die Kontakte zu Ärzten, Ärztinnen, Kliniken, wo man sich gut hinwenden kann, zum BZKF beispielsweise auch, überall dort, wo ich evidenzbasierte Informationen bekommen kann und die halt wirklich auch sicher sind. Bei mir auf dem Blog habe ich beispielsweise auch einen Artikel dazu geschrieben, wie man gute und verlässliche Informationen erhalten kann, wo man sich weiter informieren kann. Und seien wir mal ehrlich, die meisten von uns werden googeln oder möchten googeln. Das ist auch nicht immer unbedingt das Schlechteste, weil ich glaube, sonst würde auch manche Person nicht den Weg zu uns finden. Und ich finde aber halt einfach, es darf kein Zufall sein, dass man als Patient oder Patientin oder Angehörige durch Zufall auf gute, gute Informationen erhält. Und ja. Super. Jetzt haben wir schon im Chat. Ah ja, Frau Zimmermann? Ja, ich wollte gerne noch eine Ergänzung machen. Weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Es gibt auch eine Online-Gruppe von der Frauenselbsthilfe Krebs, Leben mit Metastasen. Da waren wir auch schon ein paar Mal zu Gast. Die ist auch wirklich sehr, sehr hilfreich, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnt haben. Das ist gut, wobei wir hier beim frühen Brustkrebs sind. Genau, also insofern, ne? Das ist wichtig, aber man kennt ja vielleicht auch andere, die in einer anderen Situation sind. Genau. Nochmal zurück zu Kindern. Wir haben eine Patientin, die schreibt, sie ist während der Corona-Zeit erkrankt und ihre Tochter hat seitdem Probleme loszulassen und ist am liebsten zu Hause. Wie kann man denn Kindern... Das wird ja nicht nur aufgrund der Corona-Zeit sein, sondern auch sonst bei Kindern. Wie kann man denn Kinder da unterstützen? Ja, zunächst mal würde ich sagen, es ist wichtig zu fragen, ganz viele Fragen zu stellen. Was denkst du, warum fällt es dir schwer, rauszugehen, deine Freunde zu treffen? Hat es was mit deinen Erfahrungen zu tun? Hast du durch Corona Ängste bekommen, dass irgendjemandem was passieren kann oder mir was passieren kann? Es hat ja einen Grund, warum Kinder ihr Verhalten verändern. Und wir versuchen dann gemeinsam herauszufinden, wo sind die Gründe? Ja, was ist angestoßen worden? Vielleicht auch Dinge angestoßen worden, die schon vorher da waren. Und die dann durch Corona oder die Lebenssituation mit Krebs verstärkt wurden und sich dann erst zeigen. Wichtig ist wirklich erstmal über das Gespräch versuchen herauszufinden, was los ist. Wenn das nicht geht, dann versuchen wir eben ja auch mit anderen Möglichkeiten, dass man zum Beispiel was zeichnet, ja, dass man sich ein Thema überlegt, worüber man ein Bild malen kann oder vielleicht auch gemeinsam malen kann. Oder man überlegt, was ist dir wichtig insgesamt? Was möchtest du nochmal machen? Oder was hat dir gerade, wenn es um Angst geht, was macht dir besonders viel Angst im Leben? Ja, und über das Thema Angst sprechen. Über die Dinge sprechen, die schon geholfen haben bei Angst. Also wirklich alle Themen beleuchten, um ein Puzzleteil herauszufinden, um ein Bild zusammenzustellen,
was dann deutlicher wird. Woher kommt die Angst? Und was können wir vielleicht dagegen tun, gemeinsam? Oder wo können wir Hilfe suchen? Bei wem? Genau, und das wäre auch ein Ansatzpunkt, den ich mit aufgreifen würde. Stellenweise kann es wirklich sehr wertvoll sein, sich Hilfe, Unterstützung von außen zu holen, einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, wo sich ein Kind vielleicht leichter öffnet, um jetzt, weil es die Mama vielleicht oder den Papa nicht zusätzlich belasten möchte. Und das wäre etwas gewesen, was ich mir beispielsweise für meinen Sohn auch sehr gewünscht hätte, dem es aber aufgrund seiner Aphasie überhaupt gar nicht möglich war, seine Ängste, die er auch mit sich getragen hat, aus der Erkrankung heraus verarbeiten zu können. Wir haben unsere Wege gefunden. Es hat ihn auch verändert. Es hat ihn auch bis heute verändert. Aber ich kann auch den Mut betroffenen Eltern mit weitergeben, dass viele Kinder einen großartigen Weg für sich finden mit einem liebevollen Umfeld, um gewachsen aus dieser Situation herauszugehen. Und das ist mit Sicherheit nicht einfach. Und das wird auch vielleicht nicht jedem Kind gelingen oder jeder Familie, weil wie Anita schon gesagt hat, jede Familie hat ihre eigene Konstellation, ihre eigene Kommunikation. Aber viele schaffen es in einer herausragenden Art und Weise. Und wo ich nur sagen kann, und was ich auch immer wieder weitergebe, auch in Vorträgen oder in Gesprächen, sprecht mit euren Kindern, lasst sie nicht hinten runterfallen. Gebt ihnen aber an Verantwortung während der Erkrankung oder im Danach nicht zu viel Verantwortung. Und das ist etwas, was ich auch unserem heutigen Gesundheitssystem ein Stück weit ankreide, dass so viele Kinder, sage ich mal, mit einem Alter von 12 Jahren zu viel Verantwortung tragen müssen und dass von den Krankenkassen zu wenig Unterstützung für Familien kommt. Und nur weil ein Kind 12 oder 13 Jahre alt ist, heißt es nicht, dass es mal jetzt von eben an den Haushalt nebenbei mitzuwuppen hat, in der Schulausbildung, mit allen Herausforderungen, die unseren Kindern ja auch im heutigen Leben zu tragen haben. Und da würde ich mir wirklich mehr Unterstützung und Entlastung auch aus gesundheitspolitischer Sicht wünschen für Familien. Das kann ich nur unterstreichen. Also, das spricht mir aus der Seele, ja. Das ist immer wieder ein Problem. Ja, ich muss auch sagen, ich erlebe es auch immer wieder, dass Kinder dürfen ja auch da, wo Kinder zur Reha mit dürfen, ja, dürfen sie ja auch nur bis 12. Was mache ich denn als alleinerziehende Mutter mit einem gerade 13 Jahre alt gewordenen Kind? Ja. Also das sind immer wieder Themen, die auch bei uns aufschlagen, wo wir dann lange diskutieren, meistens mit der Rentenversicherung, die ja dann zuständig ist. Aber es ist ganz schwierig, dann diese Ausnahmegenehmigungen zu erhalten. Also ich verstehe das und kann das auch nur voll unterstützen, dass unser Gesundheitssystem da auch nochmal drüber nachdenken muss, wie man diese Probleme löst. Ich wollte vielleicht ganz kurz von mir damals, es ist ja bei mir 23 Jahre her, es ist fast nicht zu fassen, aber meine Kinder, meine Jungs sind in der Schule ziemlich abgestürzt. Also das ist wirklich, die sind erheblich schlechter geworden und ich wusste zuerst überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie so, Schule war einfach unwichtig im Vergleich zu dem, was eben zu Hause durch meine Erkrankung etc. sich abspielte. Angebote gab es zugegebenermaßen überhaupt keine zur damaligen Zeit. Aber ich bin dann zum Vertrauenslehrer in der Schule gegangen und habe mit dem erst gesprochen. Dann war es der Klassenlehrer, den wir dazu geholt haben. Dann war es der Direktor. Und wir haben letztendlich tatsächlich, also nur mal so für jemanden, der in der Richtung Probleme hat, wir haben dann beim Schulamt
einen Antrag gestellt, dass meine Söhne das Schuljahr, ohne dass es als sitzen geblieben zählt, wiederholen dürfen. Und es ist in beiden Fällen auch genehmigt worden. Also das vielleicht mal so als kleiner Tipp, wenn es da große Probleme gibt und man das Gefühl hat, das Kind startet dann auch so schlecht ins nächste Schuljahr, weil ja einfach vieles aus dem Schuljahr fehlt, ist das vielleicht auch eine Option, damit umzugehen, könnte ich mir vorstellen. Also ist, glaube ich, nie einfach, aber Sie haben auch... Ich glaube, wir brauchen manchmal wirklich einfach häufiger kreative Ideen, kreative Lösungsansätze. Und ich erlebe es halt eben auch immer wieder, ganz gleich, ob das jetzt an krebserkrankte Menschen betrifft oder aber mich als pflegende Angehörige. Ne? Ich war ja auch pflegende Angehörige in der Situation. Wir brauchen da einfach individuellere Lösungen mit einem geringeren bürokratischen Ansatz und wo einfach schneller geholfen wird und wo wir sind halt eben nicht schemenhaft. Wir können nicht die, das ist es einfach nicht. Und das zeigt das Leben immer, immer wieder. Und wie wir es ja schon angesprochen haben, mir tun die Menschen leid, die nicht wissen, wie sie sich helfen sollen oder die nicht die Unterstützung haben, um gut durch die Therapie zu kommen. Und wir wissen ja auch, dass Menschen mit einer Begleitung höhere Überlebenschance oder bessere Überlebenschance oder mehr Lebensqualität haben als Menschen, die das völlig alleine auf sich gestellt haben. Und umso wichtiger finde ich es aber halt auch, dass Angehörige die Unterstützung erhalten, die sie brauchen und dass sie nicht vergessen werden. Genau, da würde ich auch gerne ergänzen. Ich denke gerade, es gibt ja sehr viele Krebsberatungsstellen, aber meistens gehen eben dort dann die Erkrankten hin und nicht die Angehörigen, obwohl die auch dort angebunden sein können. Das ist ähnlich wie bei den Selbsthilfegruppen, ja, dass da eben auch die Angehörigen sich gar nicht erstmal so angesprochen fühlen. Mein Wunsch wäre, dass eben in diesen Krebsberatungsstellen oder in den Kliniken wirklich mehr auf die Familie geschaut wird, von Anfang an. Ich habe selbst 14 Jahre im Kliniksozialdienst gearbeitet und habe damals festgestellt, ja, dass gar nicht nach den Kindern gefragt wurde, ob Kinder da sind oder wie die damit umgegangen sind oder ob die überhaupt Bescheid wissen. Und damals wie heute, denke ich, ist es immer noch so, dass zwischen Tür und Angel persönliche Themen besprochen werden, dass in zwei Bettzimmern gesprochen wird und gar keine Privatsphäre ist, dass die Zeit auch nicht da ist. Also unser Gesundheitssystem leidet sehr und auch die Mitarbeitenden leiden, denke ich. Ja, da muss sehr viel getan werden, dass eben die Betroffenen zu den Hilfen gelangen, die sie brauchen. Aber das heißt auch, dass die Zeit da sein muss, um darüber zu sprechen. Und dass das Wissen da sein muss, was gibt es an Angeboten? Ich muss sagen, ich habe sowieso das Gefühl, dass die Sozialdienste statt ausgeweitet eher zurückgefahren wurden in den letzten Jahren. Und viele Patientinnen ja gar nicht, oder Patienten, also allgemein, gar nicht die Möglichkeit haben, mit dem Sozialdienst tatsächlich zu sprechen. Ich meine, die Liegezeiten sind immer kürzer, also die ein Patient, eine Patientin in der Klinik verbringt. Ich meine, unser Gesundheitsminister will ja sogar, dass die Patientinnen jetzt dann demnächst am Nachmittag nach der OP heimgehen. Was ist mit Nachblutung und all den anderen Dingen? Also brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ist vielleicht keine so gute Idee. Mag im Einzelfall funktionieren, aber nicht im Normalfall. Und ich glaube auch, dass die Sozialdienste in den Krankenhäusern mehr Möglichkeiten haben müssen, einen Erstkontakt herzustellen, damit Patienten überhaupt wissen, was kann mir denn ein Sozialdienst oder eine soziale Beratungsstelle dann außerhalb der Klinik, was kann ich denn da überhaupt an Informationen bekommen? Wenn wer hat denn normalerweise schon mit sozialen Diensten vorher zu tun gehabt? Man weiß also gar nicht, was die, inwiefern die einem helfen können. Also ich glaube, da müssen wir uns vielleicht auch alle mal zusammentun und
ganz geballt an das Gesundheitssystem herangehen auf den verschiedenen Wegen. Und je mehr das zusammentun, desto eher kann man da wahrscheinlich was erreichen. Jetzt habe ich noch eine direkte Frage. Was ist denn mit dem Partner, also Partnerin, der gesunde, in Anführungsstrichen, Teil? Wo kann der denn Hilfe finden, Unterstützung? Ob es jetzt darum geht, dass wie geht der, diejenige selbst damit um, dass eben eine lebensbedrohliche Erkrankung aufgetreten ist beim Partner oder der Partnerin? Aber auch, wie kann ich unterstützen? Wer kann mir denn sagen, was ist gut, was ist nicht so gut, wenn ich mache und so weiter? Frau Zimmermann, vielleicht Sie zuerst und dann du nochmal, Nicole. Aus deiner Gesamterfahrung heraus, bitteschön. Ja, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass es die Krebsberatungsstellen gibt. Das sollte beziehungsweise in der Klinik selber eigentlich schon nach Möglichkeit Psycho-Onkologen sein, die man kontaktieren kann oder die auf einem zukommen. Aber auch da weiß ich von verschiedenen Erzählungen, dass das leider, dass da auch die Zeit fehlt und manche viel zu spät erst Gespräche haben oder gar keine haben. Aber als Patient oder Patientin oder Angehörige kann man das auch einfordern und sagen, ich möchte ein Gespräch haben. Ich möchte mit dem Sozialdienst sprechen oder dem Psycho-Onkologen. Ansonsten, wie gesagt, Krebsberatungsstellen ansprechen. Die machen zum Teil auch Online-Beratung. Und wir motivieren auch immer, dass nach Möglichkeit beide, also das Paar, sofern es dann ein Partner, Partnerin gibt, dass beide eben zu dieser Beratung gehen. Dann kann man im Anschluss ja auch nochmal einzeln gehen. Das ist auch unser Anliegen, dass wir die Familien erstmal gemeinsam sehen und dann können wir entscheiden, wer braucht was und wer kommt das nächste Mal oder wie entscheiden wir die Termine, wer sieht wen, wann, wo, in welchem Zusammenhang. Also trotzdem ist es wichtig, dass die Paare auch gemeinsam wissen, welche Voraussetzungen da sind, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt und dann noch mal gucken, wie ist Ihr Weg? Oder auch bei Selbsthilfegruppen, wie gesagt. Super. Nicole? Dem kann ich mich im Grunde genommen jetzt eigentlich auch nur anschließen und hier ist halt auch die Problematik, dadurch, dass es nur so relativ wenige Angebote gibt, offen das Gespräch suchen miteinander als Paar und wenn man die Möglichkeit hat, auch, also ein verlässliches soziales Umfeld auch hat, wenn man da ein oder zwei Freunde hat oder Freundinnen, mit denen man sich gut austauschen kann, die immer auch noch mal einen Blick mit auf den Angehörigen, auf den Partner haben, dann ist das ganz, ganz wertvoll, weil es ist wichtig, dass auch der Partner oder die Partnerin gut auf ihre eigenen Ressourcen achtet. Mich hat letztens jemand gefragt, ja, der Papa hat vor 14 Tagen die Diagnose Krebs erhalten, in einem fortgeschrittenen Stadium und sie hat ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt, weil sie für den Abend auf eine Fastnachtssitzung gehen wollte und ich habe einfach nur gesagt, nimm dir dieses Recht heraus. Du brauchst die Kraft und das Lachen, was dir an diesem Abend geschenkt wird. Ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendetwas. Denn das, was du jetzt momentan für deinen Papa machst, das ist unerlässlich. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Sache für die Partner oder Partnerin. Man muss halt, man kann den Krebspatienten oder die Krebspatientin ja nur unterstützen, wenn man selbst so stabil wie möglich bleibt. Und dazu gehören eben auch mal kleine Auszeiten aus diesem ganzen Krebsumfeld herauszukommen, damit man dann wieder mehr die Kraft hat, im Anschluss sich wieder voll auf die Unterstützung zu konzentrieren. Ist natürlich nicht immer einfach, Frau Zimmermann, ja? Ja, Sie dürfen. Ich würde gerne anschließen, denn wir sagen immer, es ist wichtig, mit der Familiendiagnose Krebs leben zu lernen. Dass es Teil ist, ein Teil des Lebens, aber nicht alles. Dass es nicht dominiert, ja, sondern dass wir uns auch diese Freiräume oder die Familien die Freiräume finden. Was tut uns gut? Wo können wir
Kraft finden, Kraft tanken und Spaß haben, trotz Krebs, trotz den Sorgen und Ängsten, die da sind. Es gibt ja auch andere Lebensthemen, ne, die auch Sorgen machen. Und da versuchen wir ja uns auch irgendwo Kraftquellen zu finden. Das ist völlig legitim. Und auch jetzt, wo Fasching ist, ne, wo viele feiern, dass sie eben auch feiern dürfen, wenn sie erkrankt sind oder wenn jemand zu Hause liegt und krank ist und dann trotzdem sich freuen dürfen. Und ich würde gerne noch erwähnen, dass es auch ganz interessante, hilfreiche Angebote von der Dr. Mildred Scheel Akademie in Köln gibt. Da sind wir auch einmal im Jahr an 3 Tagen, Professor Dr. Gerd Trabert, unser erster Vorsitzender, der ist ja Arzt und Sozialpädagoge, wir haben zusammen den Verein gegründet und wir bieten dort 3 Tage Seminar an, intensiv zum Thema Leben mit der Familiendiagnose Krebs und Leben mit Trauer, Abschied, Sterben, Tod. Ja, diese Trauer zum Beispiel, die findet ja nicht erst statt, wenn jemand keine Aussicht mehr hat, geheilt zu werden, ja, sondern ab der Diagnosestellung beginnt ein Trauerprozess und das ist vielen oft am Anfang gar nicht klar. Deswegen ist es wichtig, sich auch mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen. Und das bieten wir auch in diesen 3 Tagen, aber mit dem Schwerpunkt Kinder. Wie gehen wir mit den Kindern in dieser Lebenssituation, in den verschiedenen Situationen um? Das war mir nochmal wichtig. Super. Ich möchte auch noch, mir fällt, während ich Ihnen zugehört habe, ist mir auch noch eingefallen, vielleicht, dass man einfach mal sagt, es ist auch in Ordnung, in dieser ganzen Zeit sich von Menschen zu trennen. Also nicht unbedingt der Partner, aber es gibt Menschen, wenn man mal drüber nachdenkt, die kosten einen viel Kraft und man bekommt verdammt wenig Kraft zurück, wenn überhaupt. Und vielleicht ist das dann auch mal eine Situation, wo man sagt, okay, ich brauche vielleicht erstmal Abstand zu den Personen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die tun einem einfach gar nicht gut, aber die sind vielleicht im erweiterten Familienkreis und man trifft sie doch immer wieder und alles. Und ich finde, da darf man ruhig als Familie oder auch als Krebspatient selbst mal sagen, diesen Kontakt möchte ich nicht mehr. Und ich kann selbst nur sagen, das kann unglaublich befreiend sein. Es ist merkwürdig, weil man ganz anders erzogen ist, aber es kann einem selbst eine echte Befreiung verschaffen. Frau Zimmermann? Ja, kann ich nur unterstreichen. Also die Krebsdiagnose ist ja auch eine Chance für alle Beteiligten in der Familie, nochmal genauer hinzuschauen, wie habe ich bisher gelebt, was davon hat mir gut getan, was will ich weitermachen oder was hat mir nicht gut getan, welche Menschen haben mir nicht gut getan und sich dieses Recht herauszunehmen, dann auch zu sagen, ja, davon trenne ich mich jetzt und dann auch loszulassen. Gerade dieses Wort loslassen finde ich im ganzen Leben sehr, sehr hilfreich. Aber es braucht eben auch Mut. Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Wir sind leider am Ende schon angekommen. Vielen herzlichen Dank. Ihr beide geht jetzt in diesen Extraraum für das Treffen mit den Experten. Für die Zuschauerinnen unter dem Livestream ist das rot unterlegte Kastel, wo sie draufdrücken können, um in diesen Raum zu gehen. Und hier geht es um 16.10 Uhr weiter mit aktuellen Therapieempfehlungen beim triple-negativen Brustkrebs. Vielen Dank. Auf bald. Tschüss. Danke. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind ja schon fortgeschritten heute im Tag und hatten spannende Diskussionen. Jetzt geht es bei uns beim frühen Brustkrebs um aktuelle Therapieempfehlungen beim triple-negativen Brustkrebs. Da hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel getan. Und wir haben 2 ganz tolle Expertinnen dabei. Einmal Frau Professor Nina Ditsch, die die Leitung des Brustzentrums und gleichzeitig ist sie geschäftsführende Oberärztin des Universitätsklinikum Augsburg in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Hallo Nina, herzlich Hallo. Willkommen.
Und wir haben Frau Professor Maggie Barnes-Paluchowski, ja, ich habe es geschafft, den Namen am Stück auszusprechen. Sie ist die leitende Oberärztin und Leiterin des Brustzentrums und auch Leiterin des Zentrums für familiären Brust- und Eierstockkrebs im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, auch in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Herzlich willkommen. Jetzt trippelnegativer Brustkrebs ist ja eine ganz spezielle Art und wahrscheinlich gibt es noch diverse Unterarten, von denen wir noch gar nicht so genau wissen, was es genau ist. Aber Nina, jetzt an dich. Was ist trippelnegativer Brustkrebs, wenn du das einmal kurz erklärst? Und worauf muss denn eine oder sollte eine Patientin achten, wenn sie diese Diagnose bekommen hat? Wir kommen dann anschließend wirklich auf die Therapieempfehlungen, aber vielleicht ist erstmal wichtig, an was sollte ich als Patientin auch noch denken? Nina. Ja, liebe Renate, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ganz wichtig, wo wir immer starten, ist natürlich, wie gestalte ich die Diagnostik? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Verdacht habe auf einen Tumor. Wir hatten das gerade auch noch mal hier in München in der Projektgruppe diskutiert letzte Woche, dass es sehr empfehlenswert ist, dass man eher mal großzügig eine Biopsie macht, bevor man gleich operiert. Da wird Maggie bestimmt auch noch mal mit der Therapie später drauf eingehen. Aber ich glaube, das ist für die Diagnostik sehr wichtig. Also das heißt, es gibt Tumore, gerade die Triple-Negativen, die sehen auch manchmal aus wie gutartige Tumore. Und deswegen ist es trotzdem wichtig, sie eben über eine Biopsie abzuklären. Warum ist das so wichtig? Warum machen wir das? Eben, weil wir den Tumor kennenlernen möchten. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nehme vom triple-negativen Tumor, dann ist es ein Tumor, der eben keine, ich sage jetzt mal, Hormonfühler hat. Ja, also diese Rezeptoren nennen wir das. Hat keine Hormonrezeptoren, weder Östrogen noch Progesteron und hat auch dieses HER2-Neu eben nicht überexprimiert, beziehungsweise kann auch HER2-Low sein. Das ist in der frühen Situation aber eben noch gar nicht relevant. Deswegen erwähne ich das mal hier kurz mit, weil ich finde, dass man das immer wissen muss. Wir werden ganz oft gefragt, ob wir schon nach HER2-Low-Therapien in den Therapien in der frühen Situation und im Standard, den wir im Moment machen, würden wir jetzt sagen, Triple Negativ ist erstmal eben diese Klassifikation. Und was du noch gefragt hast, ist eben, warum Triple Negativ so wichtig ist. Triple Negativ ist deswegen auch nochmal so wichtig im Zusammenhang mit Genetik. Also, dass man sagt, wenn wir ein Triple Negatives Karzinom haben, dann haben wir oft sehr junge Frauen betroffen. Wir haben auch manchmal sehr schnell wachsende Tumoren. Also, das muss alles im Hinterkopf sein. Und es ist natürlich dann wichtig zu wissen, dass wir machen da so empirische Mutationswahrscheinlichkeiten, die es gibt. Und da weiß man eben, dass man bei einem triple-negativen Karzinom ein erhöhtes Risiko auch mal hat, dass es familiärer Brustkrebs sein kann. Jetzt ist es ja, und da bleibe ich jetzt noch kurz bei dir. Es ist ja nicht nur, um festzustellen, ob es familiär oder genetisch da was gibt, sondern es kann ja auch therapierelevant sein, oder? Absolut, absolut. Die Steilvorlage für deine weitere Frage. Also ganz wichtig, die eine Seite ist immer das Familiäre, das ist trotzdem wichtig in diesem Zusammenhang, weil es hat mit einer Genveränderung zu tun. Man sagt heutzutage meistens nicht mehr nur einfach Mutation, sondern man redet eben von einer pathogenen Variante zum Beispiel. Pathogen heißt immer krankheitsverursachend in diesem Fall. Und krankheitsverursachende Mutationen zum Beispiel in BRCA1 oder BRCA1 und 2, siehe Angelina Jolie, da haben wir, glaube ich, schon sehr viel mal von gehört, ist eben so, dass man mittlerweile mit bestimmten Medikamenten sehr gut behandeln kann. Und was auf was du jetzt wahrscheinlich abzielst, ist eben die besondere Therapie mit PARP-Inhibitoren. In dem Fall ist es eben der Hauptvertreter jetzt, das Olaparib in der frühen Situation. Super, vielen Dank. Maggie, jetzt komme ich zu dir. Es gibt ja viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten mittlerweile, was natürlich sehr erfreulich ist. Nicht nur die reine Chemotherapie, wie es früher war. Wie geht ihr denn vor in der Entscheidung, was für eine Therapie eine Patientin bekommen könnte?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Um natürlich entscheiden zu können, brauchen wir natürlich die Beurteilung durch den Pathologen. Das ist das, was Nina erwähnt hat. Wir müssen unbedingt wissen, welche Eigenschaften die Tumorzellen haben. Im Standard haben wir natürlich die drei Rezeptoren, zwei Hormonrezeptoren, den HER2-Rezeptor, die müssen negativ sein. In der Regel sind die triple-negativen Tumore schnell wachsen. Das heißt, Ki-67, der Marker, der uns sagt, wie viele Tumorzellen sich gerade teilen, ist in der Regel hoch. Und häufig sind diese Tumoren auch Grading 3. Das heißt, das sind Aggressivitätsmerkmale. Das hat allerdings den Vorteil, dass diese Tumoren tatsächlich auf eine Chemotherapie sehr gut ansprechen. Wenn wir eine Chemotherapie vor der OP verwenden, das heißt neoadjuvant als Vorbereitung für die Operation, und das tun wir sehr häufig bei den triple-negativen Tumoren, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, dass der Tumor kleiner wird, dass er anspricht und im besten Fall, dass er sogar komplett verschwindet. Und das ist das, was das Ziel einer neoadjuvanten Behandlung immer ist. Das heißt, dass der Pathologe am Ende uns bestätigt, keine lebenden Tumorzellen mehr. Es ist alles verschwunden. Das bezeichnen wir als pathologische Komplettremission. Die Abkürzung ist PCR. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön, wenn das eben nach der Operation vom Pathologen bescheinigt wird. Man hat in den letzten Jahren sehr intensiv nach Möglichkeiten gesucht, diese PCR-Rate, dieses Ansprechen noch zu verbessern. Auch natürlich mit dem Ziel, dass es seltener zu Rückfällen später kommen sollte. Und eine dieser Möglichkeiten ist die Immuntherapie. Die Immuntherapien, die Medikamente, die dazugehören, kennen wir schon vom metastasierten Brustkrebs. Aber beim frühen Brustkrebs gibt es auch mittlerweile eine Substanz, die heißt Pembrolizumab. Und wenn ich das meinen Patienten erkläre, dann sage ich meistens, dass das Immunsystem von jedem Menschen an bestimmten Punkten Stellschrauben eingebaut hat. Wir bezeichnen sie als Checkpoints. Und das sind tatsächlich Orte oder Stellen, wo man dem Immunsystem sagen kann, pass auf, wir wollen keine überschießende Immunreaktion jetzt im Moment. Niemand möchte ständig anaphylaktische Schocks zum Beispiel durchleben. Und genau das nutzen aber leider auch die Tumorzellen. Das heißt, sie sind in der Lage, genau diesen Mechanismus zu nutzen und das Immunsystem zu bremsen. Und indem wir Substanzen geben, die man als Checkpoint-Inhibitoren, also Hämmer von diesen Checkpoints bezeichnet, geben, können wir es wieder freisetzen und das Immunsystem ist wieder in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. Und diese erste Substanz, die hier zugelassen worden ist, Pembrolizumab, wirkt, so wie es aussieht, nur wenn man sie vor der Operation beginnt. Das heißt, um sie überhaupt geben zu können, müssen wir rechtzeitig daran denken. Nicht jeder Patient mit einem triple-negativen Tumor bekommt die Immuntherapie, denn der Tumor muss mindestens 2 Zentimeter Größe haben oder die Lymphknoten müssen befallen sein. Das sind für uns die Kriterien, ab wann wir an diese Form der Therapie denken. Wenn das der Fall ist, würden wir direkt zur Chemotherapie schon ab dem ersten Zyklus meistens Pembrolizumab geben. Das heißt, diesen Immun-Checkpoint-Inhibitor, der übrigens auch später nach der Operation weiter fortgeführt wird. Und das ist eine der wichtigsten Entwicklungen auf diesem Gebiet in den letzten Jahren, wie ich finde. Und hier kommen wir wieder dazu, was ist so wichtig bei der Diagnostik. Wenn also eine Patientin schon die Biopsie bekommen hat und geht an ein zertifiziertes Brustzentrum, dann sind natürlich dort die Kolleginnen und Kollegen sehr bemüht, nochmal sich den Tumor anzuschauen und ich messe nochmal nach, einfach um sicher zu gehen, ob meine Patientin Pembrolizumab braucht oder nicht. Das heißt, ich vermesse den Tumor nochmal, ich schaue mir genau die Lymphknoten an, um einfach keiner Patientin diese Substanz vorenthalten zu müssen, die sie vielleicht braucht. Liegt es, dass ihr das so eingeschränkt habt, daran, dass es nicht funktioniert, oder weil die Therapie eben doch keine erhöhte Vitamin-C-Gabe oder sowas ist und vielleicht auch andere Nebenwirkungen hat? Immuntherapien können natürlich Nebenwirkungen verursachen. Und man kann sich vorstellen, wenn wir diese Bremsung des Immunsystems durch die Tumorzellen aufheben wollen, dann kommt es eben auch zur Immunreaktion und auch zur Immunreaktion, die wir uns gar nicht wünschen. Das kann bedeuten, dass man zum Beispiel einen Hautausschlag bekommt. Es kann aber auch bedeuten, dass man Durchfälle durch eine autoimmunbedingte Entzündung im Bereich des Darms bekommt. Wir sehen sehr häufig, dass zum Beispiel Hormone im Körper spinnen. Das heißt beispielsweise, dass die Schilddrüsenhormone nicht in Ordnung sind, dass man sie ausgleichen muss. Da haben wir schon gelernt über die Jahre, dass die Nebenwirkungen wirklich nicht ohne sind. Deswegen möchten wir natürlich niemandem diese Form der Therapie geben, die es nicht braucht. Aber deine Frage finde ich ganz exzellent. Was ist mit den Frauen mit kleinen Tumoren ohne Lymphknotenbefall? Wirkt dort die Substanz gar nicht? Das wissen wir tatsächlich nicht, denn die Studie, die es untersucht hat, an der haben nur Frauen teilgenommen, die eben entweder einen größeren Tumor hatten oder Lymphknotenbefall. Das heißt,
bei Frauen mit sehr kleinen Tumoren können wir es einfach nicht sagen. Hoffentlich kommen noch Studien dazu, aber das ist im Moment der aktuelle Stand. Vielen Dank. Nina, wenn ich jetzt so eine Immuntherapie bekomme als Patientin, gibt es da eine bestimmte Chemotherapie, die dazu gegeben wird? Oder gibt es da, sagen wir mal, ein Potpourri, aus dem ihr als Spezialisten dann das raussucht für die Patientin? Nein, also die meisten Studien, die ja gemacht wurden, vergleichen meistens, ich sage jetzt mal genau die Chemotherapie, die der behandelnde Arzt ausgesucht hat, versus natürlich eine bestimmte Chemotherapie. Und das ist natürlich immer sinnvoll, das Schemata so oder die Schemata so einzusetzen, wie sie in den Studien gemacht wurden. Also das heißt, eigentlich muss man ganz klar sagen, sind es schon vorgefertigte Schemata, sage ich jetzt einfach mal grob erstmal. Warum ist es so, wenn wir eben gucken, man muss, um sinnvoll Patienten zu behandeln, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eben die Studien kennt, die dazu geführt haben. Und das ist ja zum Beispiel auch das Thema, was die AGO immer aufgreift, jedes Jahr. Mache ich jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen Werbung für unseren Patienten, auch Überblick von der AGO am 11.3. Aber wir versuchen natürlich mittlerweile diese Daten auch so zusammenzufassen, dass man sagt, wir transferieren die Daten von Studien in den Alltag. Und dann ist es natürlich klar, dass man sich nach Leitlinie eigentlich an diese Therapien so hält, weil man nachgewiesen hat, dass diese Therapien eben besser waren. Und deswegen sind natürlich bestimmte Kombinationstherapien eben wichtig. Und das gilt eben für die frühe Situation, es gilt aber auch für die späte Situation. Und manchmal muss man ganz klar sagen, machen auch Ärzte vielleicht auch sinnvolle zusätzliche Dinge, weil wir wissen, dass es keine weiteren Studien gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel erinnere, dass wir sagen, wir wären in einer anderen Situation oder auch beim Triple-Negativen, denke ich, wird es so kommen, dass wir sagen, setzen wir manche Stoffe dann trotzdem nacheinander ein. Und manchmal können wir uns das eben trauen. Einfach deswegen, weil das Nebenwirkungsspektrum es zulässt. Und wenn man sagt, okay, wir haben zum Beispiel, und das hat Maggie wunderbar, das hast du wunderbar gesagt, mit der PCR, also das ist ein ganz wichtiger Parameter für uns, diese pathologische Komplettremission. Das heißt, wenn der Tumor komplett weg ist, ja, dann wissen wir eigentlich, das haben wir schon ziemlich gut gemacht. Das ist ja das Angenehmste für die Patientin, aber auch für den behandelnden Arzt, dass man sagt, okay, die Therapie war schon so wirksam, dass wir eigentlich in die richtige Richtung schon gedacht haben. Wenn das aber eben nicht der Fall ist, dann muss man nochmal weiterdenken. Und da denke ich, kann man dann eben sagen, okay, wir haben natürlich ganz gezielte Therapien, die dafür zugelassen sind und gehen da aber auch relativ schnell weitere Wege durch neue Studien. Danke. Maggie, wenn denn der Tumor verschwunden ist, muss ich dann überhaupt noch operieren bei der Patientin? Heutzutage noch ja, aber wer weiß, wie es in der Zukunft sein wird. Es gibt tatsächlich Überlegungen und auch Studien dazu, dass man vielleicht bei den Frauen, wo der Tumor verschwunden ist, keine OP braucht. Das Problem heutzutage ist, dass wir noch nicht in der Lage sind, mit der Bildgebung, Ultraschall, Kernspin oder Mammographie wirklich genau sagen zu können, ob der Tumor nun verschwunden ist oder nicht. Das heißt, manchmal habe ich Patientinnen, wo ich mit dem Ultraschall mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass der Tumor nicht mehr da ist. Ich sehe nichts mehr im Ultraschall. Wir legen ja zu Beginn der Chemotherapie immer einen kleinen Clip in den Tumor, um ihn überhaupt später finden zu können. Und dann sagt aber der Pathologe, nein, nein, es gab noch lebende Tumorzellen und es ist keine komplette Remission. Und auch umgekehrt. Frauen, bei denen ich noch einen Rest sehe, und der Pathologe sagt aber, das waren nur diese toten Tumorzellen, die sind noch an dieser Stelle geblieben und das konnte im Ultraschall so aussehen, aber in Wirklichkeit PCR, also ganz toll. Und das im Vorfeld vorauszusagen, da sind wir noch zu schlecht, um den Frauen wirklich raten zu können, auf die OP zu verzichten. Es gibt, wie gesagt, Studien dazu, auch in den USA gibt es im Moment laufend Studien, aber zumindest Stand heute können wir auf die OP noch nicht verzichten, weil wir erst dann wirklich so genau wissen, ob es diese PCR eingetreten ist oder nicht. Jetzt nehmen wir mal die Patientin, die eine Immuntherapie, also dieses Pembrolizumab, vorher schon bekommen hat. Jetzt wird sie operiert, man findet keinen Tumor mehr. Es wurde gesagt, man gibt trotzdem die Immuntherapie weiter. Für wie lange gibt man sie denn dann noch weiter? In der Studie, die zur Zulassung von diesem Medikament geführt hat, hat man sie noch 9-mal gegeben. Man gibt dieses Immuntherapeutikum alle 3 Wochen. Das heißt, nach der Operation wieder 9 Zyklen, die 3 Wochen dauern, 9 Gaben. Und dann ist aber Schluss. Wie viel Gewinn man durch diese weiteren 9 Gaben hat,
Das weiß man tatsächlich nicht, denn in der Studie haben alle Frauen, die in der Gruppe von Pembrolizumab waren, haben einfach Pembrolizumab vor der OP und nach der OP bekommen. Und wiederum die Frauen, die in der zweiten Gruppe waren, haben keine Therapie, weder vor der OP noch nach der OP bekommen, nur eben die Chemotherapie. Das heißt, wirklich diesen Benefit, den Gewinn, der nur nach der Operation sich noch abspielt, zu beziffern, das kann man nicht. Aber da die Studie so konzipiert war, raten wir natürlich das dazu, dass man Pembrolizumab vervollständigt nach der Operation. Gut, Nina, jetzt wird es kompliziert. Danke. Wir haben eine Patientin, die hat Immuntherapie bekommen, also Tumor größer als 2 Zentimeter, größer gleich 2 Zentimeter, oder weil man Lymphknotenbefall gesehen hat vorher. Die Patientin wurde ja dann auch getestet auf die Genmutationen und man hat es festgestellt. Ändert man dann irgendwas im Anschluss bezüglich Immuntherapie? Weil dann gäbe es ja auch diesen PARP-Inhibitor. Wenn der Tumor jetzt verschwunden ist, würde sie dann einen PARP-Inhibitor bekommen? Und wenn ja, wann? Also man muss ganz klar sagen, die Studien sind ja jetzt mal so, wenn wir uns jetzt da dran noch mal ein bisschen halten, dann ist es natürlich nicht so gemacht worden, dass man sagt, man hat eine Immuntherapie dazu auch noch gegeben. Ganz klar ist, dass man das Olaparib, auf das, glaube ich, möchtest du jetzt gerade hinaus, richtig? Ist es so, dass man natürlich sagen muss, wenn man eine BRCA-mutierte Patientin hat, jetzt kann man das immer diskutieren, wie wir weitermachen würden. Ich sage jetzt mal so, wenn wir uns an die Studien halten und sagen, Pembrolizumab ist es genauso, wie es Maggie gerade beschrieben hat. Ja, wir haben Pembrolizumab, wir haben eine Non-PCR und würden trotzdem Pembrolizumab weiter geben. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich noch eine Mutation habe, dann muss man sich überlegen, würde ich dann eben doch das Olaparib geben? Ja, das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Ja, und jetzt muss man natürlich immer gucken. Also wir haben manchmal, finden wir so Lücken, wo man sagt, okay, ist es so zugelassen oder nicht? Ja, dann muss man natürlich ganz klar sagen, da gibt es ja gewisse Zeitabstände, wie wir eben Therapien einsetzen. Und dann kann man sagen, generell jetzt mal allgemein gesprochen, ist es Pembrolizumab zugelassen für diese weiteren 9 Zyklen und das Olaparib ist auch zugelassen bei BRCA-mutierten Patienten. Und wenn man dann sagt, okay, man würde sagen, man würde es wahrscheinlich nicht als Kombination geben, aber theoretisch sind Ansätze denkbar, dass man sagt, okay, man fühlt sich wohler, man hat vielleicht beides gegeben, wenn es gar nicht angesprochen hat. Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, würde ich jetzt mal sagen, ich würde mal gucken, wie hoch der Regressionsgrad war. Also das heißt, hat der Tumor, ist er eher sogar noch gewachsen unter einer Therapie oder ist er genau gleich groß geblieben? Dann würde ich, glaube ich, großzügig auf das Olaparib umstellen, direkt. Aber Maggie, du kannst ja auch noch mal was dazu sagen, weil manchmal Genau. ist es ja ganz, ganz angenehm, sage ich jetzt mal, wenn wir beide was dann dazu sagen, weil da sind wir schon ein bisschen so raus aus dem Standard. Ja. Insofern ist es doch ganz gut, Maggie. Vielleicht sagst du mal, wie du es machen würdest. Ja, also im Moment ist mein Eindruck, dass die Kliniken das sehr unterschiedlich handhaben. Das Problem sehen wir immer häufiger, denn natürlich in der Studie, die Pembrolizumab untersucht hat, hat keine Patientin Olaparib bekommen. Und umgekehrt in der Studie, die gezeigt hat, dass die Frauen einen sehr großen Gewinn durch Olaparib haben bei Non-PCR und einer BRCA-Mutation, haben die Frauen noch kein Pembrolizumab bekommen. Und plötzlich kommen diese zwei Substanzen auf den Markt. Beide sind sehr effektiv und wir müssen entscheiden, welcher Studie glauben wir mehr, trauen wir uns zu, die Medikamente sogar zu kombinieren. Ich muss sagen, wenn eine Patientin eine BRCA-Mutation hat und keine PCR, das heißt keine komplette Remission, dann empfehlen wir auf jeden Fall Olaparib. Und wir bieten der Patientin aber an, dass wir einen Antrag bei der Krankenkasse stellen, um Pembrolizumab auch geben zu können. In der Situation diskutieren wir durchaus, ob wir es auch gleichzeitig geben. Einfach um nichts unversucht zu lassen. Man möchte, genauso wie du zu Beginn gesagt hast, das sind ja häufig junge Patienten, sie haben kleine Kinder. Natürlich möchte man da wirklich die besten Chancen herausholen, die es irgendwie gibt. Ob es wirklich einen Gewinn durch diese Kombination gibt, das kann kein Mensch beantworten heutzutage. Aber ich möchte auf jeden Fall meine Patienten nicht untertherapieren. Und da wir wissen, dass Olaparib auch einen Gewinn im Gesamtüberleben gezeigt hat in der Studie, würden wir hier auf jeden Fall auf Olaparib nicht verzichten wollen. Bei der Non-PCR. Bei der PCR ist die Entscheidung klar. Die Patientin bekommt Pembrolizumab einfach weiter. Jetzt hat man ja bei dieser Non-PCR Capecitabine den Patientinnen früher gegeben.
gibt man das dann auch noch obendrauf oder gibt man das nur denen, die keine BRCA1-2-Mutation haben und dann zusätzlich zur Immuntherapie zum Beispiel noch etwas bekommen sollen? Nina. Also, ich würde, also ich, ganz ehrlich, das ist jetzt auch natürlich meine Meinung, das Capecitabine, da gab es Studien, die waren einfach vor dem Pembrolizumab abgelagert. Das heißt, wenn wir die Indikation zu einer Therapie mit Pembrolizumab haben, würde ich mich genau an diese Therapie halten. Ich bin nicht der Wahnsinnsfan von Capecitabine geworden, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem, wir haben es ganz klar empfohlen, auch in der AGO, ist es einzusetzen. Ja, also natürlich geht es. Ich würde es nicht in Kombinationen dann einsetzen. Ich würde mich dann entscheiden. Also. Und vielleicht noch ganz wichtig, ja, Entschuldigung, vielleicht noch ganz wichtig, was ich nochmal wichtig fand, Maggie, was du vorhin gesagt hast, dass man eben auch Pembro eben und Olaparib parallel einsetzen kann. Das kennen wir natürlich aus der Metastasierung, dass das eben theoretisch geht. Das wollte ich nur nochmal sagen, aber ich finde, das ist ganz wichtig, nochmal zu wissen, dass es prinzipiell natürlich möglich ist, ja. Miki, du wolltest eben noch was Capecitabin ist ergänzen. die, ja, Capecitabin war ja die erste postneoadjuvante Strategie, die wir überhaupt hatten beim triple-negativen Brustkrebs. Das heißt, die erste Möglichkeit, die Therapie nach der OP zu individualisieren, nachdem man die Patienten identifiziert hat, die keine PCR hatten, das heißt, denen man sehr, sehr gerne etwas zusätzlich geben würde, war Capecitabin unsere erste Strategie, erste Option, die wir überhaupt hatten. Wir handhaben das in Lübeck so, dass wir es diskutieren und der Patient anbieten, wenn sie das möchte für sich, Capecitabin zu probieren, dann würden wir auch hier mit der Krankenkasse sprechen. Das Problem ist, dass Pembrolizumab nicht für eine kombinierte Therapie zugelassen ist. Es ist formal für eine Monotherapie nach der OP zugelassen und es ist recht teuer. Das heißt, die Kliniken oder Praxen haben natürlich Sorge, dass die Kasse vielleicht dann sagen kann, okay, wir bezahlen gar nichts, wenn ihr so kombiniert die Medikamente, die vielleicht formal so zusammen nicht zugelassen worden sind. Wenn die Patientin das wünscht, stellen wir dann einen Kostenübernahmeantrag und probieren beides zu geben. Aber welche dieser Therapien erfolgreicher ist, das weiß kein Mensch, weil die Studien eben nicht zusammen, also diese Strategien wurden ja nicht in einer Studie untersucht. Vielen Dank, ganz wichtig. Wir haben jetzt zwei Fragen bekommen, und zwar einmal, wenn eine Patientin jetzt Chemo und Pembro vor der Operation hatte und dann Bestrahlung bekommen soll nach dem, ist das nicht zu so anstrengend für den Körper? Nina? Ja, also im Idealfall kann man natürlich immer sagen, ist es vielleicht sinnvoller, es hintereinander zu machen, ja. Also das muss man einfach so sagen. Also trotzdem ist es so, es kommt ja immer auf den Stoff, auf den jeweiligen an. Und natürlich kann man heutzutage auch mit den, ehrlich gesagt, mit den meisten Therapien schon parallel bestrahlen. Es wird zurückhaltend gesehen und das finde ich auch richtig. Es gibt Nebenwirkungen, die manchmal nicht vorhersehbar sind. Also wir hatten eine Patientin, wo mal dann wirklich eine Interaktion aufgetreten ist. Aber insgesamt würde ich sagen, kann man zumindest, also was ich sinnvoll finde, dass man zeitversetzt anfängt, dass man weiß, welche Nebenwirkung von was kommt, um das so ein bisschen mehr einzusortieren, überlappend sozusagen. So würde ich, so ist das, was unsere Strahlentherapeuten am meisten machen, dass man nicht direkt parallel anfängt, aber das meiste kann man mittlerweile ganz gut so einsetzen. Das heißt, Mickey, man würde vielleicht erst mit der Bestrahlung nach der Operation, also wenn es eine brusterhaltende ist oder auch wenn es eine Entfernung der Brust war, wenn trotzdem bestrahlt werden muss, erst mit der Also es ist Bestrahlung anfangen und dann wieder die Immuntherapie aufgreifen oder wie schaut das aus? Es ist nicht verboten, beides auch gleichzeitig zu geben. Wir haben speziell in der AGO eine Folie erstellt, wo wir zu verschiedenen Medikamenten Stellung genommen haben. Bei manchen Medikamenten sind wir tatsächlich sehr vorsichtig mit einer Kombination und machen das eher nicht. Bei den Immuncheckpoint-Inhibitoren erlauben wir eine gleichzeitige Gabe, wenn es der Patient gut geht. Wir entscheiden tatsächlich sehr individuell. Die Patientin ist oft nach der Chemotherapie noch geschwächt. Sie hat eine OP hinter sich. Vielleicht hat sie sogar eine sehr große OP bekommen, vielleicht sogar beidseits, weil sie eine Mutation hat. Und dann natürlich, wenn sie Richtung Bestrahlung geht, könnte es alles zu viel sein. Das heißt, dann wird individuell geschaut, was machen wir in welcher Reihenfolge. Das bedeutet ja
bei der heutigen Dauer der Strahlentherapie, dass man einfach einen Zyklus verschieben muss. Das ist aber kein großer Verlust, kann man also beides machen. Super, vielleicht gleich noch hinterher. Was gibt man denn, und da sind wir, glaube ich, wieder bei einem Medikament, was wir schon genannt haben, bei einer Nicht-PCR, kein Pembro vorher und keine Mutation. Was bekommen die Patientinnen? Ganz kurz, du meinst jetzt bei einer Non-PCR, also die vorher eine Chemo, dann Chemo hatte, also Non-PCR oder? kein Pembro, aber Chemo. Keine PCR und sie hat keine Genmutation BRCA1 oder 2. Ja, dann wäre es halt, ja, genau, wäre es halt schon Capecitabine. Und Bei dafür mir haben wir auch, ja ja. Auch Daten entsprechend, oder? Genau, also das haben wir, glaube ich, ja schon vorhin ein bisschen gesagt, so, wo du gefragt hast, ob wir es kombiniert einsetzen würden. Also ich würde es eher nicht kombiniert einsetzen, aber in dem Fall würde ich sagen, eben Capecitabine hat dann seinen Stellenwert behalten, erstmal. Okay, gut. Ich Finde finde ich es auch. gar. Bei mir wäre es auch Capecitabin, ja. Genau, ich glaube, es ist einfach wichtig, weil wir eben so sagten, mit Kassenantrag und so, in dem Fall kann es einfach gegeben werden, richtig? Ja, Ja, das ist natürlich. das Spannende, weil Capecitabin war nie zugelassen für Frauen ohne Metastasen. So ist einfach der Zulassungstext, ist aber einfach ein günstiges Medikament und so haben wir, würde ich sagen, nie Anträge gestellt für diese Substanz. Das Problem bekommen wir erst, wenn wir Capecitabin mit Pembrolizumab kombinieren wollen. Denn Pembrolizumab ist neu, es ist noch sehr teuer und da muss man natürlich ein bisschen Angst haben, dass die Kosten von Pembrolizumab in Frage gestellt werden, nicht die Kosten von Capecitabin. Das ist ein günstiges Medikament. Aber das ist der Grund, weswegen die Kliniken und Praxen in der Regel zumindest an einen Krankenkassenantrag denken. Super, vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch eine Frage, die ist dann schon sehr genau, und zwar Tumorgröße, Neoadjuvant 1,5 cm, Non-PCR mit 1 und 2 Millimeter großen Resttumoren, Ausschluss aus der SaskIA-Studie, wo sie rein sollte, auf rund 5% PR, also Hormonrezeptoren. Anteil und Post-OP HER2 nun benannt mit 1 plus. Wie die weitere Behandlung? Dann nur Capecitabine? Oder ist das vielleicht eine Patientin? Und damit können wir noch kurz den Bogen schlagen zu einer Studie für ein Medikament mit, was auf HER2-Low geht. Wer mag? Maggie? Maggie, magst du anfangen? Ja, also bei uns würde die Patientin Capecitabin bekommen, denn sie hat ja keine Indikation für Pembrolizumab gehabt. Der Tumor war zu klein dafür offensichtlich und hat eine Non-PCR. Das heißt, man würde sehr, sehr gerne nach der Operation etwas zusätzlich geben. Die Idee mit der Saskia-Studie finde ich ganz toll. Das ist eine Studie, in der Patientinnen ein sogenanntes Antikörper-Wirkstoffkonjugat bekommen können, das Zatezumab Govitecan kann. Sehr effektiv im metastasierten Setting und jetzt versucht die Substanz den Sprung zum frühen Mammakarzinom zu schaffen. Das Problem, das wir in vielen Studien haben, dass Frauen mit triple-negativem Mammakarzinom bei jedem Rezeptor tatsächlich diese, also 0% stehen haben müssen, bei den Hormonrezeptoren zumindest. Und das führt dazu, dass sehr viele Frauen ausgeschlossen werden. Ich habe auch ab und zu Patientinnen, die zum Beispiel Progesteronrezeptor von 2% haben. Das ist faktisch tumorbiologisch ein triple-negativer Tumor, aber es ist gleichzeitig ein Ausschlusskriterium aus der Studie. Das finde ich immer ganz enttäuschend, weil eigentlich sind das eben Patienten, die man sehr, sehr gerne in die Studien einbringen würde. Mittlerweile bei neueren Studien ist es häufig so, dass man sogar bis 10% Positivität der Hormonrezeptoren diese als triple-negativ definiert und auch den Einschluss erlaubt. Das finde ich ganz wichtig. Wenn aber hier die Studienteilnahme nicht möglich ist, ich würde nicht so weit gehen, um an Trastuzumab deruxtecan zu denken, dass die Substanz, die du jetzt ansprichst. Was mir noch einfällt hier in diesem Kontext, da die Patientin keine Immuntherapie bekommen hat, man soll in diesem Setting nicht den Fehler machen, um zu sagen, okay, komm, wir geben das hinterher nach der OP. Denn zumindest alle Studien, die wir zu diesem Thema gesehen haben, sprechen dafür, dass die Immuntherapie vor allem wirksam ist, wenn sie vor der OP begonnen hat. Das heißt, solange das Immunsystem noch dieses Target hat, diesen Tumor vor sich, an dem man sich orientieren kann. Und wenn man erst nach der OP beginnt, dann scheint die Wirksamkeit schwächer zu sein oder vielleicht gibt es die gar nicht. Also das würde ich auf jeden Fall nicht machen. In der Situation würde meine Patientin Capecitabin bekommen. Wunderbar. Vielen Dann Dank. Unsere Zeit ist leider schon um.
Aber noch Das vielleicht ging aber schnell, okay. ein Satz vielleicht Ja. noch. Die Sachsen-Studie ist ja geschlossen jetzt mittlerweile. Insofern wäre es für mich auch Kapezitabine. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, Gut, das Mackie sehr und klar, ich. sehr klare Ansage. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr euch am Sonntag die Zeit genommen habt, hier mit uns da über den triple-negativen Brustkrebs zu sprechen. Ihr wechselt jetzt bitte in den Extraraum, damit die Patientinnen mit euch Experten sprechen können. Für die Patientinnen bitte unter dem Livestream, denn beim roten Balken, auf das Treffen mit den Experten klicken. Sollte das gerade nicht erscheinen, bitte einfach nochmal neu laden, damit es dann wieder erscheint. Wir hatten da scheinbar vorhin ein bisschen Probleme. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euch, an euch, dass ihr mitgemacht habt. Und bis bald. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zurück zum Strang beim Mamma Mia Patientenkongress zum frühen Brustkrebs. Und wir haben jetzt ein tolles Thema, auf die Plätze, fertig, los, warum Bewegung so wichtig ist. Und haben zwei sehr unterschiedliche, aber ganz tolle Experten dafür. Und zwar einmal Professor Joachim Wiskemann, der die Leitung des Patientenprogramms Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, dem NCT Heidelberg, hat, aber auch Sportpsychologe ist. Herzlich willkommen. Hallo. Und Nicole Staudinger, die viele ja kennen von ihren wunderbaren Büchern, die sie schon geschrieben hat. Aber Nicole hat auch irgendwann den Weg zum Joggen gefunden, wo sie uns bestimmt noch ein bisschen was erzählt und auch darüber sogar ein Buch geschrieben. Ich bin also sehr gespannt. Nicole, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr. Joachim, warum ist denn Bewegung und Sport überhaupt wichtig? Oh, das ist gleich die Gretchenfrage und die große Frage am Anfang. Ich versuche mal eine kurze Antwort drauf zu geben. Wenn wir uns einfach unseren Körper angucken, wie der Körper konstruiert ist und das, was unsere Bewegung ausmacht, nämlich die Kontraktion von Muskeln und das Bewegen von Gelenken, dann haben wir mit Sicherheit in unserer evolutionären Entwicklung als Mensch ganz, ganz viele Vorteile erlangt, dadurch, dass wir uns so unglaublich gut bewegen können. Und zwar im Kleinen, also letztendlich feinmotorisch. Wir können ganz, ganz feine, filigrane Dinge mit den Fingern und mit den Händen und mit den Füßen teilweise und sonstigen Dingen anstellen. Aber wir sind auch unglaublich leistungsfähig, was langes Laufen und Joggen, werden wir vielleicht ja gleich noch anhören, angeht. Aber letztendlich auch, wir sind extrem kräftig für unsere Körperstatur. Und deswegen haben wir uns auch hier auf unserem Planeten so in der Form durchgesetzt. Kurzum, Bewegung gehört einfach zum Menschsein dazu und deswegen ist eines der schlimmsten Dinge, die wir machen können, die Bewegung einzustellen, denn unser Körper braucht das Kontrahieren unserer Muskeln, die Bewegung, nur dann kann er gesund bleiben oder wieder Gesundheit erlangen und deswegen gehört Bewegung zu jedem Menschen dazu, in unterschiedlichem Umfang natürlich, aber es ist einfach ein Bestandteil unserer Entwicklung. Vielen Dank. Verliert man denn, wenn man sich nicht bewegt oder nicht genug bewegt, sehr schnell an vielleicht vorhandener Muskelmasse? Ja, das ist leider so. Also es gibt vor allen Dingen aus der raumfahrtbezogenen Forschung, wissen wir das sehr gut, solche Bedrest-Studien heißt das, wo man lange Zeit Menschen einfach ins Bett gelegt hat und guckt, was passiert mit der Muskulatur, wenn man sie nicht benutzt. Aber wir wissen es auch live von Raumfahrtmissionen, wie schnell dort Muskulatur von Seiten der Astronauten und Astronautinnen verloren wird. Man kann so ungefähr sagen, wenn ich mich 20 bis 30 Tage ins Bett lege und mich kaum bewege in dem Bett, verliere ich mindestens die Hälfte meiner Muskulatur in der Zeit. Und das ist enorm. Vor allen Dingen, weil das Problem ist, wenn ich danach wieder auf dem Bett aufstehe, habe ich nicht in 20 bis 30 Tagen diese Muskulatur wieder aufgebaut, sondern es dauert so um den Faktor 4 bis 5 Mal so lange, manchmal auch länger, letztendlich die Muskulatur wieder aufzubauen. Das heißt, das ist das klassische Phänomen, use it or lose it, so blöd, wie manchmal solche Sprüche sind, aber es trifft einfach leider zu. Die Muskulatur, die nicht
beansprucht wird, die nicht benötigt wird, bildet unser Körper zurück. Das ist ein ganz logischer Mechanismus, genauso wie umgekehrt, was das Wunderschöne ist, was beansprucht wird, was genutzt wird, wird erhalten oder sogar verbessert. Und das ist der klassische Trainingseffekt, den wir kennen. Und ja, also von daher, unser Körper ist intelligent. Nur muss der letztendliche Kopf dazu auch das entsprechende Intelligenzmaß mitbringen oder in irgendeiner Art und Weise den Schweinehund überwinden, um körperlich aktiv zu sein. Das ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank. Nicole, du sagst selbst, du bist so unsportlich. Und du hast dennoch den Weg für dich gefunden zum Joggen. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten der Bewegung. Was hat dich dazu veranlasst? Und wie macht man das als unsportlicher Mensch, dass man da den Anfang findet? Also unsportlich ist für mich, Renate, ich habe so keinen natürlichen Zugang dazu. Ich muss das alles lernen, aber Menschen, die so, ich sag mal, im Kindesalter oder als Jugendliche Sport gemacht haben und dann lange Zeit Pause hatten, wenn die als Erwachsene wieder anfangen, dann sagt der Körper, ey geil, da bist du ja wieder, ne? Ich weiß genau, wie das geht, ich erinnere mich. Bei mir hat der Körper gesagt, ey Alte, jetzt haben wir 30 Jahre lang, sind wir ohne den Quatsch ausgekommen, warum tust du uns den Kram jetzt an? Also da war ja vorher nichts. Ich bin schon als Kind, wenn es hieß, komm, wir machen ein Wettrennen, war ich raus. Wir springen irgendwo runter, konnte ich bis dato nicht. Also ich kann das alles von der Pike auf wirklich null. Und wenn ich Sport gemacht habe, war das immer zweckgebunden ans Abnehmen. Das heißt, ich wollte immer nur mich bewegen, um abzunehmen. Das war also immer an Ziele dran geheftet. Und diese Ziele habe ich natürlich nicht erreicht, weil sie unrealistisch waren. Und in der Chemotherapie war dieser Hebel plötzlich umgelegt, weil ich merkte, dass nur, ich bin da nicht joggen gegangen, ich war nur walken, alles andere ging nicht. Aber auf einmal in der Chemotherapie merkte ich im Wald, ey, Moment mal, das ist hier gar kein Zwang, diese Sache mit der Bewegung. Das ist gar kein Muss oder was dramatisch Schlimmes. Das ist was Wunderschönes und sei dankbar, dass du es machen kannst. Also der Beweggrund war einfach nur Dankbarkeit und kein Ziel, um in Konfektionsgröße, weiß ich nicht, reinzupassen. Großartig. Joachim, wie würdest du denn eine Patientin motivieren wollen, sich mehr zu bewegen oder sogar, sagen wir mal, Richtung Sport zu kommen, wenn es denn der Patientin Spaß macht? Also ich glaube, Nicole hat das eben ganz wunderbar gesagt. Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Perspektiven, die man auf die Bewegung hat. Und ich würde immer von mir behaupten, ich würde niemanden motivieren wollen, also niemanden irgendwas aufzwingen wollen, sondern ich würde immer mit der entsprechenden Person rausfinden wollen, was kann denn Bewegung für die jeweilige Person, Betroffene, Positives bringen? Also gibt es da irgendetwas, so ein bisschen rauszukitzeln, was könnte anders sein, wenn ich mich jetzt in meinem Leben etwas mehr bewege, als wenn das Leben eher bewegungsarm stattfindet. Und das kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich glaube, Dinge sind schon genannt worden. Es kann wirklich von Spaß an der Freude mit anderen was zusammen machen, Soziales, rauskommen in die Natur. Ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten. Es kann aber auch ganz klassisch an ein Ziel gekoppelt sein und auch das ist okay. Ja, also eben mal das Thema Gewicht würde ich jetzt mal vielleicht nicht in den Vordergrund stellen, aber klar, gesundheitliche Aspekte wie ich bin müde, schlapp, gerade im Kontext onkologischer Erkrankungen, Fatigue, Erschöpfungssymptomatik, da wissen wir einfach, dass Bewegung das wirklich einzig richtig wirksame Medikament ist. Und dann ist es völlig legitim zu sagen, das ist mein Ziel, das will ich reduzieren. Und es muss auch nicht auf Teufel komm raus dann Spaß machen, letztendlich, was ich da tue. Ich muss letztendlich mein individuelles Ziel haben, wahrnehmen, dass es für mich das Richtige ist und gut tut. Und deswegen bin ich eigentlich nie derjenige, der motiviert, sondern der versucht, Brücken zu bauen oder letztendlich was zu finden, was die betroffene Person, die Patientin, der Patient eben sagt, da ist es lohnenswert, anzufangen, sich dafür zu bewegen. Von daher, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das Wichtige und das ist das Schwierige an diesem Thema, was auch noch nicht so richtig in der medizinischen Versorgung verstanden wird, sowas kostet Zeit. Also sowas findet man nicht sofort innerhalb von vielleicht 1, 2, 3 Minuten, kurzes Gespräch, Rezept ausgestellt, fertig aus und der Patient weiß, was zu tun ist. Es geht letztendlich um eine Verhaltensänderung.
Und das ist so schwierig, einfach, wenn man das nicht gewohnt ist, in den Alltag mit einzubringen und das vor allen Dingen auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten, weil nur dann hat man eben diese langfristig positiven Auswirkungen jetzt für sich persönlich, für seine Gesundheit, was auch immer in der Form wichtig ist. Von daher ist es vor allen Dingen Zeit und bedeutet reden mit dem anderen und den anderen zu verstehen und dann Wege zu zeigen, wie es zu mehr Bewegung geht. Nun muss ich ja sagen, aus der Erfahrung heraus von den vielen Patientinnen, die wir beraten, ist es ja doch so, dass eigentlich fast alle, wenn sie frühen Brustkrebs haben, inzwischen in der Klinik letzten Arztgespräch gesagt kriegen, es bringt einen Überlebensvorteil, wenn sie Sport machen oder sich sehr viel bewegen und sie sollten das unbedingt tun. Ist natürlich da auch der Druck da, wenn ich das nicht schaffe, aus welchem Grund auch immer, und ich habe einen Rückfall, dann bin ich selbst dran schuld. Also das ist so das, womit wir dann sehr viel zu tun haben, wo die Patientin eben die Schuld bei sich sehen. Und es ist ja nicht nur der Sport, aber ein wichtiger Teil. Mit was, da bleibe ich nochmal bei dir, Joachim, was sind denn so aus der Erfahrung raus die Sachen, womit man vielleicht am leichtesten anfangen kann? Sind das wirklich Spaziergänge schon? Reicht das als Anfang? Oder was? Wie komme ich ja, dazu? Ja, kommt immer darauf an, was die Schwierigkeit darstellt. Ja? Also es gibt diese Menschen, die sagen, Bewegung gehört zu meinem Leben dazu. Über die müssen wir nicht großartig sprechen. Aber diejenigen, die sagen, das ist mühevoll für mich, das ist nicht bislang Bestandteil meines Lebens gewesen. Da kann es natürlich sein, die sogenannten Barrieren, von denen du gerade sprichst, sehr gering zu halten. Also bloß noch nicht auch irgendwo großartig hinfahren oder nicht großartig umziehen müssen oder nicht großartig Material noch kaufen oder was bezahlen müssen, sondern raus. Dann ist es bewegen, dann ist es spazieren gehen, ist mit Sicherheit ein ganz fantastischer Einstieg. Jetzt beobachte ich, das ist natürlich jetzt hier in der Runde nicht ganz so repräsentativ, aber dass das zum Beispiel von den Geschlechtern sehr unterschiedlich ist. Also Männer, und es gibt mit Sicherheit auch die ein oder andere Dame, die sich da sehr schwer tut zu sagen, oh, jetzt nur dieses Rausgehen, Spazieren, wo ist der Spaß dabei, wo ist die Freude dabei? Manche finden den, andere wiederum nicht. Da können auch bestimmte Bewegungsspiele an der Form einfach mal interessant sein. Also, dass man sagt, okay, man geht vielleicht, man nimmt sich irgendetwas mit dem man, es geht von Büchern, das vergehe ich noch um andere, man kann was lesen, man kann was hören beim körperlich aktiv sein, man kann Bälle mitnehmen, kann man sich zuwerfen miteinander, kann man gegentreten, was auch immer. Also man muss ein bisschen, glaube ich, in der Form kreativ sein, um die Bewegung, wenn sie an sich nicht das ist, was so zentral im Mittelpunkt steht, wo man sich so möglichst bestmöglich davon ablenken kann und wo Bewegung letztendlich zum spielerischen und zum Spaß Thema wird. Und dann gelingt es. Und auch da wieder sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Es kann Yoga sein zum Einstieg, da braucht man auch gar nicht so viel zu. Es sind so unendlich viele Möglichkeiten, die Bewegung mit sich bringt. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach ausreichend, erstmal damit zu starten, den Alltag, den wir sowieso haben, beweglicher zu gestalten. Das Typische, was ich meinen Patientinnen gerne immer wieder sage, ist, ja, wenn sie können, also wenn die gar nicht so weit vom Krankenhaus wegleben, warum nicht zum Spaziergang zum Krankenhaus machen und zur Behandlung oder zur Untersuchung zu gehen oder auch mal ein Fahrrad zu nehmen. Oder wenn es doch weiter weg ist, mal ein bisschen weiter weg zu parken oder früher aus dem Bus auszusteigen etc. pp. Das sehen wir ständig. Wir können in unserem Lebensalltag werden uns so viele Dinge abgenommen oder wir sind an manchen Stellen so bequem, dass es gar nicht so schwierig ist, ein bisschen mehr Bewegung einzubauen. Auch in öffentlichen Gebäuden, klassischerweise, wir suchen immer erstmal die Rollstühle, Entschuldigung, nicht die Rollstühle, die Fahrstühle, die Rolltreppen und nicht die Treppen, die wir laufen müssen. Und das ist schon das beste Training, was wir machen können. Und ich glaube, mit solchen einfachen Dingen, wenn es wirklich ganz, ganz schwer am Anfang fällt, kann man anfangen, weil da ist der Weg das Ziel. Also man kommt dann irgendwo hin und muss sich gar nicht jetzt extra für den Sport verabreden. Super. Nicole, wie hast du manchmal einen Schweinehund, wenn du eigentlich dich auf den Weg machen sollen, wollen, tätest? Oder ist es, oder wenn du zurückdenkst an die Anfänge, sagen wir es mal so, jetzt ist es wahrscheinlich schon so, dass du das gerne machen möchtest. Aber wie war denn bei dir der Anfang? Wie hast du denn das überhaupt begonnen? 5 Minuten, 2 Minuten?
Ja, genau. Also das Walken habe ich schon immer viele, viele Jahre gemacht. Nicht aus Überzeugung und nicht, weil es mir Spaß gemacht hat, sondern aus den eben erwähnten Gründen. Das mit dem Joggen habe ich dann im Intervall angefangen. Immer ein bisschen laufen, ein bisschen gehen. Und wenn ich rückblickend betrachtet darauf gucke, Renate, muss ich sagen, immer dann, wenn es anstrengend wurde, habe ich aufgehört. Auch nach der Erkrankung, weil ich gedacht habe, nee, Leute, wirklich, ich habe jetzt genügend Anstrengungen hinter mich gebracht, ich brauche jetzt nicht noch mehr. Und das ist interessant, was du eben gesagt hast, Renate, wie die Kommunikation im Krankenhaus ist, ne? It's all about communications. Ich kann nur sagen, und das finde ich so wahnsinnig interessant, vor mir hat auch meine Ärztin gesessen und hat mir nach der Erkrankung, nach der abgeschlossenen Therapie, ich hatte während der Chemo 10 Kilo zugenommen, trotz des täglichen Walkens, dann sind die Eierstöcke entfernt worden. Dann habe ich nochmal 25 Kilo zugenommen, aber ich vermute nicht nur aufgrund der Entfernung der Eierstöcke, sondern vor allem jedes Fünkchen geht durchs Mündchen. Da bilde ich keine rühmliche Ausnahme. Und meine Ärztin hat mir gegenüber gesessen und hat gesagt: Frau Staudinger, Rezidivrisiko und Übergewicht geben sich die Klinke in die Hand. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt: Ich kann sie nicht hören, ich fahre durch einen Tunnel. Also ich wusste es. Ich wusste es faktisch, wie wichtig es ist. Ich wusste auch theoretisch, wie der ganze Spürkes geht. Und das ist nämlich, glaube ich, genau der Punkt. Alle Menschen wissen, wie sie anfangen. Die wissen auch, woran sie Spaß haben. Die wissen auch, wie wichtig das ist. Aber irgendwas zwischen dem Wissen der Theorie und dem Wissen, wie es geht, scheint es ein schwarzes Loch der Umsetzung zu geben. Das war bei mir genauso. Und das Einzige, was dabei geholfen hat, du hast das eben so schön gesagt, Joachim, das ist, da muss auch nicht immer der Spaß dabei sein. Ja, ich habe mich davon frei gemacht, dass das Spaß machen muss. Mir macht Zähneputzen auch keinen Spaß und ich mache es trotzdem jeden Tag. Meine Oma hat immer gesagt, Schatz, ist ja, dann machst du es halt ohne Lust. Also ich habe einfach jeden Morgen gemacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe jeden Morgen gemacht und wir müssen ja nur diesen Gap überwinden, dass das zu einer Routine wird. Nur ist gut. Die Forschung sagt, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ungefähr 90 Tage, ungefähr, roundabout. Meine Theorie ist, also bis, soll ich ehrlich sein? 4 Jahre. Es hat Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, so, da ist eine Routine. Und es ist auch heute noch nicht so, dass ich sage, boah, ich habe einen Mega-Spaß. Das ist eher so, dass ich denke, ach, guck mal, da war er, der Spaß. Und schade, er ist auch schon wieder weg. Also, das, ich mache das einfach. Und dann wird das kein Vorsatz, sondern eine Haltung. Ich gehe heute grundsätzlich nur die Treppen. Ich freue mich sogar. Meine Freundin Lisa sagt immer: Nicole, ey, freust du dich auch so, wenn Treppen sind? Ich sage: Lisa, ganz ehrlich, es ist das günstigste Fitnessstudio, was du haben kannst. Ich nehme nur noch die Treppen. Ich gehe nur noch zu Fuß. Wenn ich unterwegs bin im Auto, plant mein Management extra 2 Stunden extra Zeit ein, dass ich danach rennen kann. Das ist zu einer Haltung geworden. Aber, und das ist, glaube ich, der Kniff, nicht den Fokus auf ein Ziel legen, sondern im täglichen Prozess. Du hast, für irgendwas ist es immer gut. Ich sage nach dem Laufen immer, entweder ich habe die Beine trainiert oder die Kondition oder den Kopf. Für irgendwas ist es immer gut. Und mittlerweile ist es für mich nicht mehr wegzudenken. Punkt. Nicole, darf ich mich da kurz vielleicht einmischen? Eine interessante Frage wäre jetzt, wie schaffst du das, das aufrechtzuerhalten? Ich habe da nämlich da so eine kleine Theorie, aber ich würde gern mal fragen, weil du sagst, du organisierst dein Management, organisiert deinen Tag schon dementsprechend oder du organisierst dich selbst. Was hast denn du gemacht, dass du das wirklich schaffst, rauszukommen? Das fängt schon abends damit, also wir können uns ja selber so kleine Nudges geben, ne? Wir können uns ja selber schon die kleinen Richtungen geben am Abend, um morgens nicht drüber nachzudenken, sollst du, hast du Lust, möchtest du gerne. Ich lege mir jeden Abend, meine Kinder wissen das auch schon, die Sportklamotten neben das Bett. Es ist völlig klar, wenn ich aufstehe, gehe ich zuerst in die Sportklamotten. Kein Termin, also morgen geht es die Ausnahme, ich nehme mich selber auch gerade an der Studie teil, ich muss also morgen früh nach Düsseldorf, da muss ich aber schon um 9 Uhr da sein, da ist der Wecker jetzt schon auf 4:30 Uhr gestellt. Das wird, also das ist ein, wird abends schon geplant, damit das morgens so ist. Das ist ein Bestandteil. Ich glaube, da gehören auf Dauer noch viele weitere dazu und es ist ein in sich reinhorchen. Und das, wenn mir früher einer gesagt hätte, es ist gut fürs Körpergefühl, habe ich immer gesagt, Leute, was habt ihr mit eurem Körpergefühl? Was soll das denn sein, ein Körpergefühl? Das habe ich heute komplett. Ich spüre sehr wohl, was braucht der Körper? Braucht er heute extra viel Bewegung? Braucht er vielleicht sogar mal weniger? Kann ich mir einen Infekt rauslaufen oder laufe ich mich da hinein? Also das hat viele.
Ja, nee, super, super spannend. Ich meine, aus meiner Perspektive, jetzt wirklich aus der wissenschaftlichen oder aus der beratenden Perspektive, hast du die ersten zwei Punkte, die du gesagt hast, sind schon die perfekten. Also wirklich zu sagen, okay, man plant das. Ja, du planst das, du machst Vorbereitung schon dafür, sodass du über deine Sportklamotten so ungefähr stolperst. Und der zweite Punkt, und der war super spannend, also das ist ja schon fast eine Routine. Du hast Strategien, wenn die Routine scheitert. Und das ist auch sehr spannend, dass man sich da vorher schon drüber Gedanken macht, was ist, wenn das jetzt nicht geht? Also was ist, wenn ich morgens nicht um 7 Uhr aufstehen kann, sondern um 9 Uhr in Düsseldorf an der Studie teilnehmen muss? Dann, gut, das ist jetzt wahrscheinlich eine der simpelsten und einleuchtendsten Strategien zu sagen, dann muss ich noch früher aufstehen, um das in der Form hinzukriegen. Aber genau das ist es. Man könnte ja auch sagen, okay, dann ist es definitiv so, dass ich dann am Abend noch was mache oder dass ich irgendwie wo was anderes einplane. Aber genau das sind die zentralen Elemente, glaube ich. Also zu planen. Und vor allen Dingen Alternativpläne zu haben, wenn es nicht klappt. Und wenn man das schon vorher im Kopf vorbereitet hat, dann hat man gar nicht so dieses Problem oder kommt man gar nicht so in diese schlimme Situation rein zu sagen, ach Gott, das passt jetzt heute gerade doch schon wieder nicht. Oder es ist wieder doch irgendwas dazwischen gekommen. Und ich glaube, da ist Planen und ehrlich planen, ja, dass alle Pläne helfen nichts, wenn sie völlig unrealistisch sind, sondern sie müssen realistisch sein und zu einem selbst passen, ist, glaube ich, extrem hilfreich. Und du hast die besten Anwendungsbeispiele dafür gegeben. Mich hat ein Sportwissenschaftler gelobt. So, was ist heute für ein Tag? Leute, ich noch nie. Ich war wirklich immer diejenige, die ganz am Ende gewählt wurde. Und wenn ich das noch als Tipp mitgeben darf, Renate, wenn ihr anfangt, bitte vergleicht euch nicht. Des Vergleiches, andersrum, des Glückes Tod ist der Vergleich. Und ich glaube auch, wenn du gerade anfängst, ich laufe bis heute, ich bin die langsamste Joggerin der Welt. Wenn ich mich zum Halbmarathon anmelde, muss ich mich für den letzten Block eintragen. Ich bin also die, die mit dem Besenwagen reinkommt. Wenn ich mich jetzt mit anderen 41-Jährigen vergleichen würde, da würde ich mich heulend unter die Ecke werfen und sagen, da brauche ich ja erst gar nicht anfangen. Vergleiche ich mich aber mit mir selbst und gucke auf mein, was will ich? Die Chance, dass ich mal die Top 3 der Halbmarathonläuferinnen anführe in diesem Leben, die ist wahrscheinlich vorbei. Mein Was will ich ist aber, und das hat was mit Mündigkeit zu tun, ich habe im Krankenhausbett gelegen nach etlichen Operationen und habe gejammert, dass ich mich nicht bewegen kann. Als mündige Person muss ich es ja dann tun, wenn ich es denn kann. Wichtiger Punkt. Muss ich denn oder sollte ich als Patientin wirklich jeden Tag mich viel bewegen oder möglichst viel bewegen oder sogar Sport machen? Oder kann ich auch einen Tag was machen und einen Tag nicht machen? Und das reicht dann auf die Zeit gesehen? Oder gibt es da genaue Richtlinien, wie man da vorgehen sollte? Joachim? Ja, also ich hatte das ja ganz am Anfang schon gesagt. Also Bewegung gehört zur Natur des Menschen dazu. Also ein gewisses Grundmaß an Bewegung, ein bewegter Alltag sollte jeden Tag, wenn es irgendwie möglich, der Fall sein. Also da sind diese klassischen, ich weiß nicht, ob wir jetzt 10.000 Schritte durchs Dorf treiben müssen, aber so viel wie möglich Bewegung im normalen Alltag. Und dann wäre es schön, jetzt aus der Perspektive von dem, was wir so wissenschaftlich wissen, alle, jeden zweiten oder auch jeden dritten Tag wirklich in der Form etwas herausfordernder Bewegung in den Alltag einbauen. Jetzt Nicole würde dann wahrscheinlich ein bisschen intensiver, schneller walken oder joggen oder einen Wechsel zwischen beiden machen. Also letztendlich, dass der Körper auch belastet wird, dass ich an meine individuelle Grenze komme. Und das ist, glaube ich, immer wieder so wichtig zu sagen. Also es geht immer um die individuellen Grenzen und nicht um dieses Vergleichende, was Nicole eben gesagt hat. Man muss selbst seinen Körper an die Stelle bringen. Und da sind wir wieder da, wo ich am Anfang auch vorhin war, wo der Körper erkennt, das, was ich jetzt gerade mache, ist schon ziemlich anstrengend für mich. Und das, wenn ich das jetzt weitermachen müsste, längere Zeit, dann geht das nicht. Und dann setze ich genau das etwas, wovon wir den Trainingsreiz sprechen. Also dann wird dem Körper werden Regenerationsprozesse ausgelöst oder Anpassungsprozesse ausgelöst in der Zeit, wo ich mich dann nicht bewege. Dann werde ich leistungsfähiger, kräftiger, ausdauernder. Und dafür braucht der Körper den Reiz. Das kommt eben nicht von ganz alleine. Dafür muss ich ihn immer wieder an diese Schwelle bringen, zu sagen, jetzt bis hierhin und das ist richtig anstrengend. Und danach darf ich mir was gönnen, darf ich eine Pause machen, dann habe ich den Trainingsreiz gesetzt und dann muss ich die Pause auch machen, damit sich mein Körper in der Form erholen kann. Also Bewegung ist der oder das effektivste Training ist ein Wechsel zwischen Bewegung und Erholung und das ist ganz natürlich und gehört zu jedem Prozess dazu. Kann es denn auch sein, dass ich meinen Körper als Patientin überfordere?
durch Sport? Ja, das kann passieren. Aber ich glaube, das, was Nicole eben auch schon gesagt hat, jeder, der so ein bisschen in der Lage ist, in sich reinzuhören, merkt das relativ schnell, wann man sich in der Form überfordert. Und es können wirklich auch manchmal, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, heute ist echt zu viel, dann eben nur eine kürzere Bewegungseinheit, dann eben nur weniger. Gibt dann auch wieder Tage, wo wieder ein bisschen mehr geht. Und wenn sich jemand jetzt total unsicher fühlt, das kenne ich auch von einigen unserer Patienten, die wirklich viel Zeit ihres Lebens gar nichts mit Bewegung zu tun haben, die dann sagen, oh Gott, jetzt schlägt mein Herz schneller oder ich merke so, es blubbert in mir drin oder es pulsiert in mir drin, was ist das? Ist das ganz schlimm? Dann kann ich nur raten, wer da unsicher ist und solche Gefühle in der Form nicht kennt, da zahlt jede Krankenkasse, macht man mal initial, bevor man anfängt, Richtung Bewegung und Sport systematisch zu denken, eine Untersuchung, eine Sporttauglichkeit oder Bewegungstauglichkeit-Untersuchung bei einem Hausarzt, bei einem Sportmediziner, beim Kardiologen, die machen allesamt sowas. In der Regel wird man dann auf so ein Fahrrad gesetzt und dann radelt man ein bisschen, da wird geguckt, wie verhält sich das Herz unter Belastung. Dann kann man sehr gut danach sagen, Sie müssen sich keine Sorge machen, alles völlig in Ordnung mit Ihnen, alles normal, so gehen 99,9% der Untersuchungen aus. Und wenn wirklich was sein sollte, dann findet man das an der Stelle und dann kann man auch entsprechende weitere Untersuchungen machen, um zu schauen. Aber mit so einer Untersuchung, wie gesagt, die jede Krankenkasse in der Form bezahlt, kann man dann ganz sicher gehen und kann dann auch beruhigt in so Bewegungsprogramme starten. Gut, vielleicht ist es sowieso gut, vorher mit dem Arzt zu sprechen. Das sowieso. Den Arzt oder die betreuenden Personen bitte immer mit einbinden. Und die Ideen, die man hat, wenn man nicht selbst eben von den entsprechenden Personen angesprochen wurde, das ist immer gut. Super. Jetzt haben wir hier im Chat so einmal so den Tipp, ein Hund. Und wenn man keinen eigenen Hund hat, kann man sich den ja vielleicht auch ausleihen. Und ein Hundebesitzer ist ganz froh, wenn jemand anders mal mit dem Hund spazieren geht. Also das wollte ich jetzt nur noch mal reinbringen. Und ich kann dazu noch ergänzen, Renate, mein Doktorvater hat immer den Spruch gesagt, gehen Sie jeden Tag mit Ihrem Hund spazieren, auch wenn Sie keinen besitzen. Das ist mit Sicherheit eine der zentralen Regeln. Das gefällt mir sehr gut, wobei ich sagen muss, wir haben uns vor langer, langer Zeit einen Hund angeschafft, weil wir bei jedem Wetter rausgehen wollten und diesen Schweinehund nicht überwinden konnten. Ja, sehr gut. Und hatten dann den Hund und dann waren wir natürlich bei Wind und Wetter oder auch bei Schnee und Eis hier im Süden immer unterwegs. Also es gibt Wege, ne? Also insofern. Absolut. Bei eurer onkologischen Sport- und Bewegungstherapie, die ihr habt in Heidelberg, was muss ich mir darunter vorstellen? Ein ganz breites Angebot an unterschiedlichsten Bewegungsformen, die sich erstmal damit auseinandersetzen in der Richtung, was für Bedürfnisse hat der Patient, was für Interessen hat der Patient oder die Patientin. Es gibt zum Beispiel Spezialprogramme, die sich auf diese neurologischen Ausfallerscheinungen und der Chemotherapie, diese Polyneuropathien mit damit beschäftigen, wo man ganz gezielt versucht, dagegen zu trainieren, da Übungen zu machen. Wir haben, das ist eine kleine Gruppe. Da gibt es kleine Bälle, Tücher, instabile Unterlagen oder sowas. Gar keine großen Geräte, sondern man ist zusammen, man hat viel Spaß, man macht Gleichgewichtsübungen, Koordinationsübungen zum Beispiel. Andere Gruppen setzen sich damit auseinander, wenn die Beweglichkeit zum Beispiel nach OP nicht so schnell in der Form wiederkommt, dass man bestimmte Dehnungsübungen macht, Beweglichkeitsübungen macht. Auch wenn jetzt zum Beispiel das Gangbild so ein bisschen verändert wurde, je nachdem, wo man operiert wurde, was für Komplikationen hatte, dass man wieder lernt, vernünftig in der Form zu gehen. Andere haben wirklich einfach diese Erschöpfungssymptomatik, Müdigkeit. Da versuchen wir angepasst an die jeweiligen individuellen Verhältnisse, Muskulatur aufzubauen, ein leichtes Ausdauertraining in der Form zu machen, entweder in der Gruppe oder an Geräten. So letztendlich, wie es für den Patienten und die Patientin geht. Wir sagen dabei immer, zweimal pro Woche sollte es in der Form mindestens sein. Die Dauer ist in der Form gar nicht so entscheidend. Die gibt letztendlich der Patient und die aktuelle Leistungsfähigkeit vor. Es ist nachher nur wichtig, wie viele Pausen dazwischen drin geschehen. Die basieren letztendlich darauf, wie leistungsfähig man ist. Und dann passt das Ganze eigentlich in jeden, der es will, in jeden Tagesplan da eigentlich ganz gut rein.
Eine weitere Alternative, die wir in der Form immer wieder versuchen, den Patienten auch nahezubringen, sind Bewegungsformen, die jetzt zum Beispiel in Richtung Yoga gehen oder ein bisschen ungewöhnlicher. Auch jetzt haben wir in Heidelberg die schöne Situation eines Flusses, der durch die Stadt fließt. Wir gehen mit den Patienten zum Beispiel auch in Boote, lassen die Patienten rudern, was eine ganz, ganz tolle Erfahrung neben dem sportlichen oder dem Bewegungsaspekt drin ist, was wirklich in einem Boot sitzt, gemeinschaftlich an einer Sache arbeitet. Also wir versuchen, die möglichst vielfältigen Elemente von Bewegung und Sport so zu kombinieren, dass sie in den unterschiedlichsten Phasen der onkologischen Erkrankung passen und deswegen auch ganz bewusst so ausgerichtet sind, dass man eigentlich mit Diagnosestellung anfangen könnte und das auch, wer möchte, ein Leben lang bei uns tun kann. Und wenn das nicht in Heidelberg in der Form funktioniert, haben wir mittlerweile in Deutschland sehr gut vernetzte Standorte. Ich nenne nur das Netzwerk Onkoaktiv oder die onkologische Trainingstherapie als verschiedene Maßnahmen, die letztendlich eigentlich für den, der Informationen möchte, auch immer das dahin führen kann, dass man wohnortnah einen entsprechenden Ansprechpartner oder auch dann virtuellen entsprechenden Ansprechpartner finden könnte, der einem berät, der einem hilft, den ersten Schritte Richtung Bewegung zu gehen, falls man das nicht ganz alleine auch schon schafft. Super, vielen Dank. Also ich finde vor allem schön, dass es eben immer mehr Angebote flächendeckender gibt. Anfangs war das ja doch, sagen wir mal, sehr punktuell nur. Nicole, erzähl doch ganz kurz jetzt noch, wir sind leider mehr oder weniger schon am Ende. Wenn ich dein Buch zur Übersjoggen über dein Joggen lesen möchte, was erwartet mich denn da? Eine Reise von einem kurzfristigen Ziel in eine innere Haltung und im besten Fall den intrinsischen Wunsch einer jeden, in die Turnschuhe zu springen und anzufangen, womit auch immer. Super. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende, aber ihr geht ja noch in diesen Extraraum, wo die Zuschauerinnen euch dann nochmal direkt sprechen können. Erstmal vielen herzlichen Dank, war toll. Man könnte über das Thema wahrscheinlich noch viel länger sprechen, leider geht's nicht. Aber vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt am Sonntag und viel Spaß in dem Extraraum und für die Patientinnen. Unter dem Livestream ist der rote Balken mit dem Treffen mit den Experten. Sollte er gerade nicht erscheinen, bitte einfach nochmal den Livestream neu laden. Tschüss, macht's gut. Ja, herzlich willkommen zurück zum Mamma Mia Patientenkongress. Das ist heute die letzte, der letzte Block, über den wir sprechen werden. Aber nochmal der Hinweis, in 1 bis 2 Wochen wird es alle Diskussionsrunden auch online auf der Mamma Mia Webseite geben. Wir haben ein, glaube ich, Thema, was für viele Patientinnen ganz wichtig ist. Und genannt wurde es freier Fall. Was kommt eigentlich nach der Therapie? Ich würde es jetzt noch ein bisschen einschränken nach der Akuttherapie. Also dieser ganze Zeitraum der Nachsorge etc., der ja für uns alle doch ein großes Thema darstellt. Und wir haben 3 ganz tolle Experten hierbei. Und zwar ist das einmal Frau Dr. Andrea Petermann-Meyer, die Leiterin der Sektion Psychoonkologie am Zentrum für integrierte Onkologie der Uniklinik Aachen. Dann Professor Dr. Michael Patrick Lux, den Chefarzt der Frauenklinik St. Luise in Paderborn. Aber da ist, glaube ich, noch eine zweite bei, die steht leider bei mir nicht. Alles gut. Falls Kotten. Und der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Biggi Welter, die vielen auch bekannt ist, die Regionalleiterin Augsburg-München und Vorstandsmitglied des Vereins Mamazone e.V., Frauen und Forschung gegen Brustkrebs. Ich gehe mal davon aus, das habt ihr immer noch dabei. Herzlich willkommen, ich freue mich auf diese Diskussion. Mike, ich fange vielleicht mal mit dir an. Wann ist denn die Akuttherapie überhaupt vorbei? Wann komme ich denn in diesen Bereich der Nachsorge? Das ist natürlich mittlerweile fließender Übergang, weil wann ist die Therapie vorbei? Eigentlich offiziell erst, wenn die Endokrine, die Hormontherapie, vorbei ist. Und die kann ja noch 5 bis 10 Jahre dauern.
Und wenn die vorbei ist, ist auch die Nachsorge vorbei. Das heißt, man kann das nicht so separieren und sagen, das ist der Nachsorgeabschnitt. Lass es lieber bezeichnen, die Akuttherapie, solche Sachen wie lokale Therapie, das heißt Operation und Bestrahlung, als auch, wenn nötig, die Chemotherapie. Ich denke, das ist der akute oder intensive Schritt. Und danach geht es über in die Nachsorge plus endokrine Therapie für viele Patientinnen. Danke. Biggi, du begleitest ja sehr viele Patientinnen. Wie ist das denn, wenn diese Akuttherapie bei Patientinnen vorbei ist? Freuen die sich einfach alle darüber oder entsteht da so ein Vakuum oder ein Loch oder wie erlebst du das? Also ich glaube, am Anfang ist es tatsächlich so, dass man erstmal rausgeht und sagt, hurra, ich habe es geschafft. Das dauert ein paar Tage und dann fällt man tatsächlich, weil es ist auf einmal, der Arzt gibt einem die Hand, sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind gesund, tschüss. Und dann steht man da. Und vorher war man jede Woche beim Blutabnehmen. Man ist einfach mal ins Krankenhaus. Man war immer so ein bisschen in seiner Blase drinne. Und dann auf einmal fällt man raus. Und also fast alle fallen ganz schön tief und haben einfach auch Ängste. Wo gehen sie dann hin? Weil als Patientin kann ich einfach mal schnell in der Klinik anrufen. Und wenn nur die Breast Care Nurse, oder was heißt nur, wenn ich irgendjemand erreichen kann, der sagt, alles gut. Und das fehlt schon extrem. Das heißt, man muss dann erstmal sich so eine Art Netzwerk wieder aufbauen? Viele bauen es erst dann auf, weil solange sie in Behandlung sind, sind sie ja wirklich schon gut behütet eigentlich. Und dann auf einmal ist eben alles weg. Und dann kommt halt die normale Nachsorge. Aber gerade so die ersten Wochen, nachdem die Behandlung durch ist, was darf ich machen? Darf ich wieder jetzt Sport machen? Wie ist es nach der Bestrahlung? So viele Fragen, wo man aber nicht einfach, wo man sagt, nee, dafür brauche ich jetzt nicht zum Arzt gehen. Und das macht viel Angst auch. Andrea, ich darf Sie heute ausnahmsweise so nennen. Alles gut. Wie können Sie, beziehungsweise wie kann die Psychoonkologie denn Patientinnen gerade in diesen Phasen unterstützen? Also ich würde das als erstes einmal unterstützen wollen, was die Biggi da gerade gesagt hat. Genauso erlebe ich das auch. Die Struktur, die Patienten haben, während sie in der ersten akuten Therapie sind, aber auch das Gefühl, gegen den Krebs wird etwas getan. Das ist ja für die Patientinnen auch total wichtig. Das schafft doch viel Sicherheit. Und diese Sicherheit ist verloren, wenn die akute Therapie zu Ende ist. Das ist aber nur einer von mehreren Punkten, die ich gerne einmal kurz aufführen würde, bevor ich deine Frage beantworte. Der zweite Punkt ist, dass die Umgebung wahrnimmt, jetzt ist die Therapie vorbei, jetzt ist alles wieder gut. Und das empfinden die Patientinnen selber eben nicht so. Vielleicht ist alles wieder gut, aber auf jeden Fall ist es anders als vorher. Und dieses so, jetzt starten wir da wieder, wir machen genau da weiter, wo wir vor einem halben Jahr aufgehört haben, auch das ist für die Patientinnen selber oft gar nicht möglich, weil sie sagen, welche Bedeutung soll diese Krebserkrankung denn jetzt für mein Leben haben? Will ich wirklich einfach weitermachen wie vorher? Oder gab es im Laufe dieses halben Jahres auch eine Auseinandersetzung mit meinem Leben, die dazu geführt hat, dass ich Dinge anders machen will? Und der letzte Punkt, den ich auch noch sagen will, Biggi, du hast es gerade gesagt, der Arzt sagt, du bist gesund. Zum einen sagen das die Ärzte nicht immer so eindeutig und zum anderen erlebe ich Patienten, die dann in so einer Situation gefragt werden, können wir den Urlaub nächstes Jahr planen? Kannst du die Patenschaft für mein Kind übernehmen? Und alles, was längerfristige Planung angeht, wird von den Patienten erstmal auch sehr unsicher wahrgenommen mit der Frage, kann ich das denn überhaupt? Wird die Krankheit nochmal wiederkommen oder nicht? Und genau mit dieser Frage fühlen sich die Patientinnen dann auch sehr alleine. Also worum geht es? Es geht um einmal, jetzt geht es darum, Unsicherheit auf Dauer zu bewältigen. Es geht darum, sich zu fragen, will ich mein Leben verändern oder nicht? Und es geht auch darum, in Kommunikation zu treten mit der Umgebung. Was bedeutet diese Krebserkrankung fürs Leben und für den weiteren Verlauf? Vielleicht noch ganz kurz. Es ist ja so, dass Patientinnen ja immer kürzer in einer Klinik sind. Wie sind die Chancen überhaupt,
eine Psycho-Onkologin oder einen Psycholog-Onkologen in dieser kurzen Zeit zu sprechen. Vor allem, wenn wir daran denken, dass ja die Pläne unserer Bundesgesundheitsministeriums jetzt schon dahin gehen, dass Patientinnen am gleichen Tag der Operation vielleicht entlassen werden sollen. Wir werden uns insgesamt auf eine Ambulantisierung der Behandlung einstellen müssen. Und wir machen es inzwischen so, wir sorgen dafür, dass während des kurzen stationären Aufenthaltes alle Patientinnen ein Angebot von uns erhalten, dass sie entweder stationär oder ambulant wahrnehmen können. Und bei dem Termin, den wir dann mit den Patientinnen vereinbaren, beraten wir sie zu all den psycho-onkologischen Möglichkeiten. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Und bei den Fragestellungen, die ich gerade aufgezeigt habe, kann tatsächlich die Psycho-Onkologie helfen. Super, vielen Dank. Mike, wie ist es denn bei dir in den Kliniken? Können Patientinnen, die bei der Akuttherapie bei euch waren, sich auch an euch wenden, wenn sie das Gefühl haben, dass da Probleme auftauchen? Oder ist das vollkommen, wie es sehr häufig heutzutage ist, in den niedergelassenen Bereich, bei niedergelassenen Ärzten angesiedelt? Also grundsätzlich ist es bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, dass die die Nachsorge machen und das Management. Aber es ist natürlich auch klar, dass die einerseits auch im Alltag wenig Zeit haben. Und eine Nachsorgepatientin kostet viel Zeit. Die haben viele Fragen, die brauchen einen, der zuhört. Und das ist natürlich eine Divergenz, die manchmal schwierig ist. Ich sage grundsätzlich meinen Patientinnen und Patienten, wenn es Probleme gibt, wo die Niedergelassenen nicht mehr klarkommen, wo es von der Fragestellung aus zu speziell wird, dann sollen sie sich bei uns vorstellen. Im Krankenhaus geht es leider nur mit Einweisung, aber ich habe zum Glück auch ein MVZ, für meine onkologischen Therapien. Das heißt, ich habe einen ambulanten Zugang. Aber den hat nicht jedes Krankenhaus. Das muss man auch ganz klar sagen. Man braucht entweder eine ASV, das heißt eine spezielle vertragliche Vereinbarung, wo man als Netzwerk zusammenarbeitet. Da darf man Patienten außerhalb des Krankenhauses ambulant sehen. Oder solche Konstrukte wie eine Praxis am Krankenhaus, wie unser MVZ. Ja. Okay, super. Vicky, wie berätst du denn Patientinnen, die eben an diesem Punkt sind und nicht weiter wissen, wie es jetzt weitergehen soll, was sie machen sollen? Verweist du die auf andere oder könnt ihr das abdecken, zumindest in eurem Bereich? Oder wie geht das? Also tatsächlich gehen wir auch so von hinten durch die Tür rein, weil es ist natürlich schon so, dass viele Frauen sagen, naja, ich habe schon meine Frauenärztin, aber die schaut nach drei Fragen auf die Uhr und sagt, ich habe das Wartezimmer voll. Und viele Patientinnen haben auch einfach Angst und sagen, naja, meine Gynäkologin, die kennt sich wunderbar aus mit Kinderkriegen und sonst was. Aber wenn ich ihr was von einer neuen Studie erzähle, wo ich vielleicht gerade erfahren habe, dann hat die keine Ahnung. Und genau diese Sicherheit, dass ich am richtigen Platz bin, weil dort wirklich Profis sitzen, das macht unheimlich Angst. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass viele Frauen am Sonntag über die Notaufnahme reingehen und hoffen, dass der behandelnde frühere Arzt gerade Dienst hat. Und man hat ja auch ein ganz großes Vertrauensverhältnis zu seinem Arzt. Und wenn ich weiß, ich war ein Jahr lang dort in der Klinik in Behandlung, dann ist das wirklich, das sind unsere Helden teilweise. Und auf einmal ist man raus. Und das finde ich schrecklich. Also auch ich persönlich. Können Sie denn, oder kannst du, Andreas, jetzt bin ich ganz verwirrt, kannst du Patientinnen denn über den ambulanten Termin, den ihr anbieten könnt, auch empfehlen, wo sie dann weiterhin hingehen können? Ist das Angebot groß genug außerhalb des Krankenhauses für die Psycho-Onkologie, dass die Patientinnen auch vielleicht einen Termin kriegen? Ja, also ich kann auf all die Fragen mit Ja antworten. Ich habe neben der Leitung der Sektion Psycho-Onkologie auch eine Praxis in Aachen, wo wir mit mehreren Kolleginnen Krebspatienten behandeln. Aber ich würde das gerne noch ein bisschen erweitern. Es geht ja sowohl um sozialrechtliche Fragen, es geht um gesundheitliche Fragen, medizinische Fragen, sozialrechtliche Fragen, Lebensstilfragen. Also es ist ja echt ein breites Feld an Fragen. Und vielleicht kann man als erstes nochmal all den Zuschauerinnen und Zuhörern hier sagen,
dass eine Anschlussheilbehandlung sehr hilfreich ist, um schon mal einen Großteil dieser Fragen zu stellen. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Mittel und kann nur jeder Frau empfehlen, das in Anspruch zu nehmen. Das Zweite ist, wir in Aachen, und wir sind sicherlich nicht die Einzigen, bieten einen Kurs an für KrebspatientInnen. Dieser Kurs heißt Leben mit Krebs. Und wir haben gesagt, jede Schwangere bekommt einen Schwangerschaftskurs, jeder Diabetiker eine Diabetes-Schulung. Wir finden, es sollte auch eine Schulung für PatientInnen genau an dem Punkt geben, wo es um Ernährung geht, um Sport, um sozialrechtliche Dinge, wo sie dann auch nachfragen können. Und wir gestalten das sehr interaktiv. Und ich weiß, dass es auch im Netz solche Veranstaltungen gibt. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Tipp, auf der Seite des Krebszentrums Köln, und wir sind ein Zusammenschluss Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, findet man jeden Montagnachmittag eine Veranstaltung. Also der Mamma Mia-Kongress sozusagen übers ganze Jahr. Das wäre eine Möglichkeit, sich weitere Informationen zu beschaffen. Eine weitere Möglichkeit, kann ich auch nur die Patientinnen alle ermutigen, beim Krebsinformationsdienst nachzufragen. Eine super Adresse in Heidelberg, angeschlossen als Krebsforschungszentrum, wo Patientinnen über ein Brustkrebstelefon und eine Internetadresse wirklich alle Fragen fachkundig beantwortet kriegen. Das ist so ein toller Service, den ich selber auch nutze. Auch da würde ich die Patientinnen ermutigen. Und da gibt es auch ein Verzeichnis der niedergelassenen Psychoonkologen. Also wenn man fragt, wo in meinem Umfeld gibt es denn jemanden, an wen kann ich mich wenden, dann findet man da die Adressen. Und ja, man muss wahrscheinlich ein bisschen hartnäckig sein, aber ich würde behaupten, jeder, der es will und der bereit ist, ein bisschen zu warten, wird einen Platz kriegen. Super. Mike, seid ihr oder könnt ihr den Patientinnen auch irgendwelche so Kurse anbieten oder gibt es bei euch in der Region irgendwas, wo ihr Patientinnen hinschicken könnt? Ich meine, auch Selbsthilfegruppen können ja unter Umständen in der Phase eine sehr gute Unterstützung für Patientinnen sein. Wir haben natürlich einerseits die engmaschige Anbindung an die Frauenselbsthilfe, die auch bei uns im Haus die Sitzungen machen. Und das ist eine Option. Die andere Option ist, wir haben sehr, sehr engagierte Breastcare-Nurses, die bei uns auch so eine Art von Frühstückstisch mit den Patienten machen, zu unterschiedlichsten Themen, mit Informationen von Schminken bis hin zur Ernährung. Genau. Also das ist ein sehr intensives Angebot. Aber du hast natürlich recht, das haben wir nicht überall in Deutschland, das ist regional extremst unterschiedlich. Und das ist auch das Traurige, wenn man sich die Nachsorge-Leitlinie mal anguckt. Viele Ärztinnen und Ärzte denken ja, Nachsorge ist das Erkennen eines Lokalrezidivs, das in der Brust was ist. Das Nachsorgekapitel in der Leitlinie ist ja viel umfangreicher. Da geht es wirklich um alle Themen wie berufliche Rehabilitation, wie komme ich wieder in den Job, Nebenwirkungsmanagement unter der Hormontherapie, wie gehe ich damit um, Beratung zur Ernährung, auch die Psychoonkologie ist als Beratung bei den Niedergelassenen mit drin. Das sind so umfangreiche Themen. Wer kann das und wer macht das? Und natürlich aber auch die große Frage in Deutschland, wer bezahlt das? Ich verstehe die Niedergelassenen, wenn die für einen Patientenkontakt oder x pro Quartal insgesamt 15 Euro kriegen, egal wie häufig sie die Patienten sehen und wie lange, da ist es schon zu eng. Ne? Ich bin aber auch ein Fan jetzt geworden in letzter Zeit von den DIGAs, die nicht die Ärzte ersetzen, aber eine Unterstützung ist. Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das sind verschreibungsfähige Apps fürs Handy, die zu unterschiedlichen Themen informieren können, die auch Zielsetzungen machen, die den Patientinnen auch sagen, was ist dein Tagesziel, was ist dein Wochenziel und zu allen Themen auch Hintergrundinformationen geben. Das ist auf jeden Fall eine Unterstützung zu den Ärztinnen und Ärzten. Wenn die auf das ein oder andere Thema einfach nicht die Zeit haben, darüber zu sprechen, dann kann man es da intensiv und patientenverständlich nachlesen. Das ist ja auch wichtig. Ja, also da gibt es ja zum Beispiel diese Pink-App-Coach, der ja doch sehr umfangreich die Patientinnen berät, auffängt und sehr viele Informationen bereitstellt. Und wie gesagt, es ist verschreibungsfähig, also es kann auf Rezept verschrieben werden, sodass für die App selbst keine eigenen Kosten entstehen. Biggie,
Nutzt ihr solche Sachen auch wie Apps oder sonst was in der Beratung mit den Patientinnen? Also wir bewerben sie auf alle Fälle oder wir sagen, ja, die gibt's. Viele finden es auch wirklich toll und ich glaube, es ist auch toll, gerade so Ernährungsfragen, Bewegungsfragen, da finde ich sehr genial. Nur in so Herzensdingen, Ängste, ich glaube, da braucht man Menschen. Und da finde ich auch wiederum, wenn man Psychoonkologen hat, dann ist das schon mal toll. Nur die meisten Frauen, die warten ein halbes Jahr und länger. Und da sind halt wir in der Gruppe dann da. Wenn dann 15 Frauen hocken und sich gegenseitig trösten, das hat schon auch eine gewisse Macht. Und natürlich gibt man Tipps weiter. Also wir empfehlen keine Ärzte, das dürfen wir nicht. Aber wenn eine Frau sagt, also ich gehe zu dem und dem, weil, dann ist das okay. Okay, wobei ich sagen muss, also wir sagen dann schon, in ganz seltenen Fällen holen Sie sich doch nochmal eine zweite Meinung. Ja, das sagt man schon auch, aber wir, also ich bin da sehr vorsichtig. Das sagen dann die anderen. Alles gut, alles gut. Vielleicht kann ich das auch noch ergänzen. Ich glaube, dass in Zukunft die Gruppentherapieangebote für Brustkrebspatientinnen mehr werden. Ich finde Gruppen total klasse, ob Selbsthilfegruppe oder eine geleitete Gruppe. Das hängt je nachdem davon ab, was die Frauen brauchen. Aber das Gefühl zu haben, nicht allein damit zu sein, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und viele Patientinnen sagen auch, manchmal spricht die andere aus, was ich fühle, aber sie hat schon Wörter dafür gefunden. Und ich bin überzeugt davon, alles, was verstanden wird, kann auch bewältigt werden. Und da hilft so eine Gruppe ungemein. Also das ist sicherlich auch sehr, sehr hilfreich. Selbsthilfegruppe ausprobieren, vielleicht auch so eine Therapiegruppe ausprobieren. Und wir werden in Deutschland viel mehr Therapiekapazität haben, weil sich die Rahmenbedingungen für die Gruppentherapie haben sich komplett verändert, sind sehr viel besser geworden und es wird sehr viele Therapeutinnen geben, die Gruppen anbieten. Also ich muss auch sagen, wir bei Brustkrebs Deutschland haben zum Beispiel durch die Covid-Zeit angefangen, Yoga, Entspannungskurse etc. online anzubieten, die auch also super ankommen. Und es sind ja nicht nur wir, die das anbieten, sondern auch diese Angebote sind größer geworden. Ja. Sodass also Patientinnen sich, die tauschen sich, die machen ja nicht nur Yoga zum Beispiel, sondern sie reden ja auch miteinander, wenn es dann online ist. Und ich glaube, das kann zumindest auch schon mal so ein erster Schritt sein. Und ich möchte auch unbedingt nochmal die ganzen Beratungsstellen und Angebote der Landeskrebsgesellschaften, also der Deutschen Krebsgesellschaft und deren Landeskrebsgesellschaften erwähnen. Wir hatten jetzt schon die Frauenselbsthilfe nach Krebs. Ich finde aber auch deren Angebote, also dass einfach wir jetzt Verschiedenes genannt haben für die Patientinnen, die zuhören, wo sie mal ausprobieren können. Vielleicht finden sie die eine nicht gut, aber die andere finden sie dann für sich selbst als passende. Und ich glaube, das ist sowieso, also mit allem mal ausprobieren, was einem gut tut und was einem hilft. Das kann ja auch sehr, also nicht nur eine Krebstherapie kann sehr individuell sein, sondern auch das, was einem dann gut tut. Mike, Nachsorge, wenn wir jetzt tatsächlich mal auf dieses, ich sage jetzt mal leidliche, in Anführungsstriche, Thema kommen. Wie sieht denn die klassische Nachsorge im Moment aus? Was kann ich von meinem Arzt in der Praxis erwarten? Genau, die klassische Nachsorge, und es gibt ja auch Zahlen, dass die deutlich seltener genutzt wird, als sie genutzt werden sollte. Und da finde ich es immer ganz interessant, wenn die einen oder anderen danach rufen, ich will modernere, innovativere Therapien, da sagt man, nutz erstmal auch die Strukturen, die da sind. Also die Nachsorge, die ersten 3 Jahre sind vierteljährlich. Einmal im Quartal zur Frauenärztin, Frauenarzt abtasten. Und alle 6 Monate kommt der Ultraschall davor zu, der beidseitig selbstverständlich gemacht wird. Und einmal im Jahr mindestens die Mammographie. Wenn die 3 Jahre um sind, dann geht es auf halbjährlich, also das vierteljährliche Tasten wird auf halbjährlich mit dem Ultraschall zusammen kombiniert. Und erst ab dem 5. Jahr geht es auf einmal im Jahr. Aber wichtig auch nochmal,
Wir haben ja jetzt ein Zeitalter, wo wir viel häufiger genetisch testen und auch viele Patienten finden, die eine genetische Belastung haben, BRCA1 und 2 Mutation. Für die gilt dieses Nachsorgeprogramm so nicht ganz. Die gehen in die sogenannte intensivierte Nachsorge. Das ist so eine Mischung aus der intensivierten Vorsorge und Nachsorge. Da bleibt es ein Leben lang halbjährlich. Also dieses, dass es irgendwann auf jährlich geht, nach 5 Jahren, passiert da nicht. Es bleibt bei denen mit Hochrisiko, weil die auch einen zweiten Krebs entwickeln können, bei halbjährlich. Super. Vicky, du kennst es, wir beide kennen es aus eigener Erfahrung und ich denke, das kommt auch oft mit Patientinnen vor. Diese Untersuchungen oder Besuch beim Arzt, die haben ja Vor- und Nachteile. Also es ist wunderbar, wenn der Arzt am Schluss sagt oder die Ärztin, alles ist in Ordnung, aber davor, bevor wir zu dem Termin gehen, da kommt ja doch so einiges jedes Mal wieder hoch. Wie berätst du denn da Patientinnen, wie sie da am besten mit umgehen können? Schwierig, weil ich glaube, ich persönlich habe sowieso jedes Mal Angst und ich glaube, mit Ehrlichkeit komme ich am meisten weiter. Wenn eine Frau zu mir sagt, ich habe so eine Todesangst, sage ich, ja, ich weiß, ich auch. Wir versuchen irgendwie die Tage vorher, dass man viel unternimmt oder sich ganz zurückzieht, je nach Charakter. Ich mache es zum Beispiel so, meine Tochter schenkt mir zum Geburtstag jedes Mal einen Tag Urlaub, weil sie kann mich dann begleiten. Und das ist für mich so schön, weil wenn dann alles gut ist, gehen wir danach auf den Viktualienmarkt und hurra. Aber einfach versuchen, diesen Tag vorher oder die Tage vorher möglichst, ja, viel Sport, viel spazieren gehen, einfach gute Musik hören. Aber letztendlich, glaube ich, bei vielen hilft gar nichts. Man muss einfach durch. Und was oft auch tröstet, ist, sich mit jemand zu besprechen, zu dem man Vertrauen hat. Also mich tröstet immer, ich denke mir immer, wenn was ist, dann rufe ich die Renate an. Ist okay. Und das gibt auch Vertrauen. Okay, danke. Andrea, hast du noch Tipps, wie man mit dieser Angst, dass der Krebs wiedergefunden wird? Oder ich will nicht sagen wiederkommen, weil vielleicht war ja nie weg, aber jetzt weiß ich es dann. Oder vor solchen Untersuchungen, wie man da vielleicht noch zusätzlich was machen kann, um damit leichter klarzukommen? Das ist ja wirklich ein zentrales Thema in der Psychoonkologie. Die Bedrohung, die potenzielle Bedrohung, die von dieser Krebserkrankung ausgeht und die Sorge, ob er wiederkommen könnte. Und ich fand, da waren jetzt schon ganz viele Tipps von der Biggie drin. Jemanden mitnehmen, das finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt. Die Nachsorgeuntersuchung ist ja sozusagen die Spitze vom Eisberg, von dieser Angst, die viele Patientinnen sagen, ja immer da ist, aber mal manchmal mehr spürbar und manchmal weniger spürbar. Die sagen, wenn in einem Buch, was ich lese, jemand Brustkrebs hat und an dem Brustkrebs stirbt, ist die Angst auch wieder da. Oder wenn ich das zufällig im Fernsehen mitkriege oder wenn eine Prominente an Brustkrebs stirbt oder so. Also es geht ja prinzipiell um diesen Eisklotz von Angst, der da ist. Ich finde sehr wichtig, die Partner mit einzubeziehen, Angehörige. Darüber haben wir jetzt heute noch relativ wenig gesprochen, auch mit den Partnern über diese Angst zu sprechen. Weil ich ganz sicher bin, dass die Partner umgekehrt auch Angst haben. Die haben genauso Angst, dass der Brustkrebs wiederkommen könnte. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, gemeinsam da eine Linie zu finden. Für die Frauen selber gibt es eigentlich immer zwei Wege. Das eine ist, wie, was du angesprochen hast, Ablenkung, Strategien gegen Angst auch zu lernen, egal ob Entspannungstechniken oder Sport oder Strukturierung der Tage vorher. Manchen Patienten verordnen wir auch Medikamente für die Tage vor der Untersuchung und vor allen Dingen für den Untersuchungstag. Ich finde das auch alles völlig legitim. Grundsätzlich, wenn die Leute zu mir in Therapie kommen, frage ich, Sie, wollen Sie das einmal für sich durchdenken, was wäre, wenn? Was wäre, wenn der Krebs wieder käme? Glauben Sie, das könnte Ihnen helfen, wenn ich Sie einmal dadurch begleite? Und die das wollen und die das machen, sagen, jetzt ist das Ganze für mich sortiert und klar, jetzt kann ich es in die Schublade packen und wegtun. Dann bin ich nicht allein mit all diesen
Gedanken und so. Und es gibt andere, die sagen, möchte ich auf gar keinen Fall, möchte ich mich nicht mit auseinandersetzen, möchte ich nicht durchdenken. Ist genauso okay. Aber so packen wir für jeden individuellen Rucksack über Möglichkeiten, mit dieser Angst umzugehen. Muss ich nochmal sagen, die Angst ist, glaube ich, immer da, aber sie zeigt sich ganz besonders in den Nachsorgeuntersuchungen. Kann ich nur bestätigen, also auch aus der Erfahrung mit in den Gesprächen mit den Patientinnen. Das, und ich denke, begebe und wahrscheinlich auch du, Mike. Also das ist einfach ein großes Thema. Mike, wenn mir irgendwas neu wehtut, wie schnell sollte ich denn reagieren? Ist es ein Zeitfaktor? Ist es ein Zeitfaktor von Tagen dann? Nein. Um es festzustellen, ob es was wieder aufgetaucht ist? Oder sollte ich vielleicht doch erstmal versuchen, tief durchzuschnaufen und abzuwarten? Letztendlich musst du ja erstmal überlegen, jetzt vollkommen unabhängig vom Brustkrebs, wie häufig wacht man morgens auf? Wenn einem nichts weh tut, dann stimmt was nicht. Genau. Also es zwickt doch hier immer da, man ist verspannt, man hat hier Schmerzen oder hat da ein Hüsterkönnen, alles gut. Also man verpasst gar nichts. Erstmal, ich sage dem Patienten, 4 Wochen erstmal abwarten. Und wenn es besser wird und abschwächt und allein verschwindet, dann ist es nichts. Also die 4 Wochen immer Zeit geben und nicht bei jedem stechen und vor allem versuchen, nicht zu sehr in sich reinzuhören. Weil je mehr ich mich auf meinen, zum Beispiel wenn es hinten sticht und ich konzentriere mich den ganzen Tag da drauf und sage, oh, das nimmt mehr, dann bilde ich mir nachher ein, ich habe einen Herzinfarkt. Also dabei bin ich einfach nur verspannt. Also versuchen, entspannt zu sagen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal 1-2 Wochen weiter, wie sich das entwickelt, ob das noch da ist, ja. Super, wir haben auch noch eine Frage im Chat. Wann startet denn die eigentliche Nachsorge? Nach der OP, nach der Bestrahlung, nach der letzten Immuntherapie? Und vor allem auch, denke ich, wann darf die erste Bildgebung denn überhaupt stattfinden, dass die dann auch wieder aussagekräftig ist? Also grundsätzlich, das kann man sich gut merken, ist die erste Nachsorge 3 Monate nach dem letzten großen Ereignis. Das heißt, Operation, Bestrahlung oder Chemo, das, was von den dreien zuletzt ist, danach 3 Monate ist die erste Nachsorge. Die Antikörpertherapie läuft parallel zur Nachsorge. Also man fängt nicht, wenn ihr 1 Jahr Herzeptin bekommst, die Nachsorge erst danach an, das läuft parallel. Aber zur Chemo, Bestrahlung oder OP, das, was als letztes 3 Monate später, erste Nachsorge. Super. Wir sind leider, unsere Zeit ist leider um. Das ist irgendwie zu kurz, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, dass die Zuschauerinnen mit euch beim Treffen mit den Experten, mit euch Experten, sprechen können. Insofern, ihr wechselt jetzt bitte in den anderen Raum über den anderen Link und für die Zuschauerinnen auf den Button mit den Treffen mit den Experten klicken unterhalb des Livestreams. Und ich verabschiede mich und wünsche alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. An euch drei vielen Dank, dass ihr euch am Sonntag die Zeit genommen habt. Und bis auf bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.